Hallo Leute, wir machen jetzt mal den zweiten Teil von der IMAN-TV-Analyse, wo die Leute von IMAN-TV, wo wir jetzt im letzten Video erfahren haben, dass die gar nicht so harmlos sind, sondern dass sie sogar vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die haben ja das Video rausgebracht, der Koran ist unverfälscht. Und das habe ich ja, die Einleitung habe ich ja letztes Mal abgehandelt und gezeigt, dass dieses ganze Thema verfehlt ist, wenn man das Wort verfälschen benutzt. Und jetzt gucken wir mal an, die hatten ja gesagt, die haben eine Präsentation. Und ich selber habe die Präsentation noch gar nicht gesehen. Das heißt also, wir können die jetzt, wenn das jemand auch noch nicht getan hat, dann gemeinsam mal durchsehen und mal sehen, was da eigentlich passiert in dieser Präsentation. Und ich lasse das laufen. Ich habe das mal vorbereitet, habe das ein bisschen schneller gemacht, weil wir sonst so viel Zeit verschwenden hier. Ich lasse die einfach laufen und wenn mir irgendetwas auffällt, dann kommentiere ich das. Und wenn da irgendjemand noch Ideen hat dazu oder Fragen, dann können wir das gerne später nochmal durchgehen. Aber ich lasse das jetzt erstmal so durchlaufen. Okay? Das heißt also, das ist jetzt der zweite Teil. Der Koran ist unverfälscht und hier geht es jetzt nur um die Präsentation, was ich ja im Grunde genommen gut finde. Weil das zwingt einen dann ein bisschen, wenn es um Schriftliche geht, so mehr fokussiert zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, dass dieses komische, vage Rumgedudele dann einfach aufhören muss. Diese Beliebigkeit, diese völlig nichtssagenden Aussagen, die man da so oft hört, die werden dann gnadenlos entlarvt. Ne? Das ist der Nachteil davon. Okay. Dann gucken wir uns das mal an, was die so erzählen darüber. Und dann gucken wir mal später nach, was wir daraus machen können. Wichtig, weil das Thema heute auch ein sehr wichtiges ist. Es wird sehr viel über den Koran gesprochen und überwiegend sehr viel aus Unwissenheit. Und wir haben in den letzten beiden Streams gemerkt, dass wir einfach eingangs eine gewisse Linie vorgeben müssen, damit der Stream dann auch Früchte trägt. Daher haben wir, wie bereits schon es mal der Fall war, eine Präsentation vorbereitet, inshallah. Ich teile mal die Präsentation hier an dieser Stelle. Gut, ich hoffe, man kann die Präsentation sehen. Ja, man kann das gut sehen. Ja, man sieht Sehr es gut. exzellent. Der Koran ist unverfälscht. Bitte nochmal liken und teilen und ich würde sagen, genießt die nächsten Minuten, denn das hat Sertac für euch vorbereitet. Bismillah. Gut, die Präsentation wird in etwa 40 Minuten dauern und im Anschluss werden wir die Gäste holen und darüber diskutieren, inshallah. Was meine Das sind jetzt schon wieder Sachen, die mir aufstoßen. Dass da gesagt wird, ja, wir machen jetzt eine Präsentation, da zeigen wir das jetzt alles. Und dann holen wir die Gäste. Ja, aber wir wissen ja, dass da nicht jeder rein darf. Also ich zum Beispiel darf da überhaupt nicht hin. Weil die so Schiss haben vor Leuten, die sich im Islam auskennen und die selber ja keinen Glauben haben. Das heißt also, wenn hier ein Christ da irgendwie sich meldet, dann sind die gerne bereit, mit dem zu reden, weil den können sie ja immer wieder abkanzeln und sagen, na ja, du glaubst ja auch an einen Gott. Also du hast ja auch einen Text, du hast ja auch dieses eine Buch. Aber bei mir ist es ja anders. Ich habe ja nicht ein Buch, ich habe Tausende. Und deswegen ist es bei mir wesentlich schwerer, da irgendetwas zu machen. Und jetzt eine Behauptung abzugeben, der Koran ist unverfälscht, na, ich bin mal gespannt. wir mit unverfälscht? Mit unverfälscht meinen wir genau das Gegenteil, was wir bei dem Stream, die Bibel ist verfälscht, konstatiert haben. Wenn wir über unverfälscht sprechen, dann sagen wir, dass in dem Koran, in dem wir heute lesen, dieser Mushaf, ja, dass es in diesem Mushaf weder beabsichtigte Fehler von Schreibern gibt, noch doktrinale Veränderungen, die theologische Auswirkungen haben. Das meinen wir. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Was heißt das, dass da keine absichtlichen Fehler, das kapiere ich nicht. Das heißt ja nicht unverfälscht. Das heißt also, die reden vollkommen am Thema vorbei. Wenn ich sage, etwas ist unverfälscht, das habe ich ja schon im ersten Teil gesagt, dann muss ich ein Original haben und daneben die Fälschung legen und zeigen, das ist das Original, das ist die Fälschung. Aber der Koran, wie wir ihn heute haben, was in der Hafs-Version bei den Sunniten jetzt die 1924-Version ist, die 1985 erst kodifiziert wurde, das hat ja nichts mit dem originalen Koran zu tun. Und ich habe ja auch gezeigt, dass es da tausende von Unterschieden gibt zwischen den Ursprüngen, also zwischen den diversen Manuskripten, die es gibt, und zwischen dem, was wir heute in den Händen halten. Es gibt ja tausende von Varianten, wo wir wissen nicht, welches der Originale ist. Das heißt also, das Buch, was wir heute in den Händen halten, selbst dieses enthält ja noch Flüchtigkeitsfehler, wo die Kopierer, die wenig Arabisch konnten, ganz simple Fehler gemacht haben. Die haben da statt Geboten Verboten reingeschrieben.
weil sie den Satz nicht verstanden haben. Und das sind solche Flüchtigkeitsfehler, die wir heute noch im Koran haben. Da kommt man nicht drum rum. Genau die ganzen Grammatikfehler. Das ist ja heute noch ein Gräuel, wenn man den Koran liest, was da alles an Fehlern drin ist. Das sind ja zig Fehler pro Seite. Und es gibt ja so eine Anstrengung in, ich glaube, das war in Saudi-Arabien, dass man da jetzt versucht, tausende von Fehler, also grammatikalische Fehler, Rechtschreibfehler, solche Sachen, eben diese Flüchtigkeitsfehler, dass man die jetzt endgültig ausmerzen will, damit der Koran dann ein einigermaßen fehlerfreies Buch ist. Weil das heißt ja immer, gib mir eine Sure wie diese oder schreib etwas wie der Koran. Ist ja ganz einfach. Ich muss ja nur die Fehler rausnehmen und dann einfach einen Koran reinschreiben ohne Fehler. Dann habe ich einen Text wie den Koran und der ist genau wie der Koran, nur halt ohne Fehler. Okay, also ich verstehe natürlich, was die hier machen. Damit. Und genau das werden wir heute begründen. Und wie Bruder Ennis schon sehr gut angekündigt hat, lege ich heute noch einen drauf. Insbesondere auf die Unwissenheit, die auf Social Media über den Koran herumkursiert. Heute, also ich habe es schon mehrfach gezeigt, dass Iman-Leute jetzt hier im Iman-Stream oder TV oder wie immer man sich nennt, dass die relativ wenig Ahnung haben von Koran, von Islam. Die haben ihre kleine dystopische Vorstellung. Und das war's dann schon. Und da irgendwie jetzt großartig rumzuturnen und zu sagen, ja, wir haben aber die Ahnung und die Leute, die das Gegenteil, also die Utopisten, die können uns nicht das Wasser reichen, das ist Quatsch. Inshallah wird es eine intellektuelle Beerdigung für diejenigen, die sich mit dem Koran anlegen und natürlich aber auch eine Möglichkeit für Wahrheitssuchende, sich mit dem Koran objektiv zu beschäftigen, inshallah. Gut, was ist der Koran, geehrte Zuseher? Der Begriff Koran kommt von dem Verb Qara'a. Das bedeutet so viel wie Lesung bzw. Rezitation. Das heißt, wenn wir über den Begriff Koran sprechen, dann sprechen wir nicht von einem Kodex, wo wir sagen, wir haben vorne und hinten ein Cover, sondern wir sprechen über das Rezitierte. Das ist der Koran und die Wortwurzel davon ist Qaf, Ra und das Hamza. Was hat er jetzt gesagt? Reden wir jetzt über den Koran, das heißt das Buch, die Doktrin, oder reden wir über die Rezitation? Das sind zwei verschiedene Sachen. Weil das, was ich mündlich überliefere, das sind immer meine persönlichen, weiß ich nicht, Interpretationen von einem Text. Das ist immer das, was ich verstanden habe. Das wird immer von Person zu Person unterschiedlich sein. Während das, wenn es ein Buch ist, mit einem Cover vorne und einem Cover hinten, dann ist das anders, dann ist das festgeschrieben. Also jetzt verstehe ich nicht, worüber wir jetzt eigentlich reden. Weil wenn das nur eine Rezitation ist, dann brauchen wir hier gar nicht weiterzumachen, weil die sind alle anders. Was ist der Koran noch in Bezug auf die Definition der islamischen Gelehrsamkeit? Zum einen, der Koran ist das unverfälschte Wort Allahs in arabischer Sprache und es ist ein Wunder für die gesamte Menschheit. Okay, das sind jetzt Behauptungen. Das heißt also, er sagt jetzt, ein Wesen, was noch nie irgendwie bewiesen wurde, dass es überhaupt existiert, hat also jetzt diese Rezitation hervorgebracht und das ist jetzt das unverfälschte Wort. Das heißt also, hier sind jetzt schon zwei Aussagen drin, die man nicht verifizieren kann, beziehungsweise die zweite Aussage, die ist blödsinnig, weil wir nicht wissen, was das Original ist und deswegen nicht wissen, was die Fälschung ist. Also das ist jetzt, ja. Zweiter Punkt ist, dass es eine Botschaft von Allah, vom Schöpfer der Himmel und Erde, an den Propheten Mohammed, dem letzten Gesandten ist, durch den Erzengel Gabriel im arabischen Jibril. Jetzt verstehe ich das schon wieder nicht. Ist dieser Text für Mohammed gedacht oder für die Menschheit? Ist der Text limitiert auf eine Person irgendwo im 7. Jahrhundert, von dem wir noch nicht mal wissen, ob er wirklich existiert hat? Oder ist das jetzt gedacht als Anleitung und als weiß nicht, Bedienungsanleitung für die Menschen im Allgemeinen? Also irgendwie wissen die nicht so ganz richtig, was hier los ist. Der dritte Punkt ist, dass es das ist, was unter dem dritten Kalifen, nämlich Uthman ibn Affan, vereinheitlicht wurde und niedergeschrieben wurde. Der vierte Punkt ist es das, was in Mutawatir überliefert wurde. Wir werden uns heute ansehen, was wir mit Tawatur meinen, beziehungsweise was das für eine Überlieferungsmethode ist, mit der Koran überliefert wurde. Und was auch noch hinzukommt, der letzte Punkt ist, dass allein die Rezitation des Koran bereits eine Belohnung ist und somit ein Gottesdienst ist. Wie kommt er darauf? Also ich höre hier nur eine, ich weiß nicht, ein Berg von immer weiter führenden Behauptungen, die aber durch nichts belegt werden und die gar nicht belegt werden können. Wo steht, dass die Rezitation des Korans eine Belohnung oder was immer das jetzt ist, an sich bedeutet? Das steht nicht im Koran.
Da brauchen wir also sekundäre Texte, um den Koran überhaupt zu verstehen, um zu wissen, was da drin steht. Das ist schon Gut, seltsam. ich werde ein bisschen beeilen natürlich, damit wir diese Punkte auch überbringen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir eine gewisse Linie vorgeben, damit die Diskussion im Nachhinein auch eine bestimmte. So, und jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Jetzt reden wir über ganz was anderes. Weil hier steht jetzt einmal, dass wir jetzt einen Mohammed haben, der über 40 Jahre lang nichts getan hat oder weiß ich was, irgendwas aufgebaut hat und dann 23 Jahre. Und das Koran. Das heißt also, hier wird behauptet, dass der Koran über 23 Jahre stückweise, also Wort für Wort, Satz für Satz irgendwie überliefert wurde an einen einzelnen Menschen. Das heißt also, wir haben eine einzige Quelle, die behauptet, das sei der Koran. Ich meine, es war ja keiner dabei. Als der in der Höhle hockte, wusste ja keiner, okay, da ist jetzt ein Engel und der kommt jetzt mit einer Botschaft von Gott und die erzählt. Das weiß ja keiner, war ja keiner da. Und jetzt sagt er, wir sind es und wir werden wahrlich ihr Beschützer sein. Das ist aber jetzt eine ganz andere Aussage als ein unverfälschter Koran. Weil der Koran ist ja nicht beschützt. Es gibt ja tausende von Varianten und Unterschiede und alles. Das hat jetzt aber nichts mit der Fälschung zu tun. Das ist jetzt unabhängig davon, ob es ein Original gibt. Also jetzt geht das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Argumentationslinie hat und nicht ausartet in polemische Diskussionen. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, hat in einem Zeitraum von etwa 63 Jahren gelebt. Im 40. Lebensjahr wurde er zum Propheten berufen von Allah, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und dann hat er in einem Zeitrahmen von etwa 23 Jahren sukzessive, das heißt Schritt für Schritt, den Koran offenbart bekommen. Und das sehen wir auch im Koran selbst, wo Allah sagt, dass er den Koran an den Propheten Mohammed Stück für Stück offenbart hat. Und an was machen wir überhaupt das Ganze fest? An was machen wir das fest, dass wir sagen, der Koran ist bewahrt, der Koran ist unverfälscht und es ist derselbe Koran, den der Prophet Muhammad mit seinen segensreichen Lippen ausgesprochen hat? Allah subhanahu wa ta'ala verspricht das uns im Koran. In Surah An-Nahl sagt Allah, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Allah sagt, gewiss, wir sind es. Er spricht hier im Majestätsplural, die Ermahnung, Al-Dhikr ist ein anderer Begriff für den Begriff Koran, offenbart haben und wir werden wahrlich ihr Beschützer sein. Das heißt, Allah verspricht uns im Koran bereits, dass er den Koran nicht in die Obhut der Gelehrten legen wird, wie es in den Schriften zuvor war, sondern er wird derjenige sein, der es bewahrt. Das ist jetzt witzig. Das heißt also, der Koran ist unverfälscht, weil der Koran sagt, er ist unverfälscht. Das ist toll. Also, das ist schon seltsame Herangehensweise, die wir haben. Dazu kommt, wir wissen, dass der dickste Fehler, also der, den man nicht widerlegen kann, im Koran tatsächlich einer ist, in der Koran eine Behauptung aufstellt, die nicht haltbar ist, in der aber Gelehrte dann den Fehler im Koran korrigieren müssen. Und das ist dann die Lösung zu dem Ganzen. Das heißt also, die Muslime heute folgen nicht dem, was im Koran steht, sondern was die Gelehrten ihnen sagen, was damit gemeint ist. Und so muss man das auslegen. Und deswegen bedeutet das dieses und jenes. Und deswegen folgen die dem, was die Gelehrten sagen. Nicht dem, was im Koran steht und was Gott von denen will, weil das ist teilweise entweder unverständlich oder fehlerhaft. Und deswegen ist es sehr wohl so, dass die Gelehrten heutzutage bestimmen, was eigentlich im Koran drin steht und was der Islam ist. Anders als bei den früheren Propheten und Gesandten, beispielsweise bei Moses, wo quasi der Koran, wo quasi die Tora als Ganzes offenbart wurde an Moses, Friede und Segen mit ihm. Aber dem Propheten Mohammed wurde der Koran in zwei Phasen offenbart. Ja? Jetzt haben wir wieder was Komisches. Die ganze Tora wurde Moses nicht überliefert. Das Komische ist, dass der Koran sagt, dass das Injil, also dass die Evangel oder nee, das Evangelium, das sind also mehrere Fehler drin. Der Koran sagt, das Evangelium wurde Jesus übertragen oder übergeben. Jetzt erstes Mal ist es nicht ein Evangelium, sondern es sind verschiedene. Und das Zweite ist, wir haben nichts von Jesus. Das heißt, es gibt kein Evangelium des Jesus oder sowas, sondern es sind immer andere Leute, die darüber berichten. Und das ist auch ein Fehler, den die Leute gemacht haben, die den Koran geschrieben haben. Zum einen als ganze Rezitation zum Beitul Izzah, übersetzt als Haus der Macht, wo quasi Jibril, Gabriel, der Erzengel, von dort aus sukzessive die Verse dem Propheten Muhammad, Friede und Segen mit ihm, offenbart hat. Genau. Die Frage, die wir heute natürlich diskutieren, und das ist ja das Hauptthema sozusagen, ist der Koran verfälscht? Nun,
Das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man jetzt Islamhasser fragt, die sich als Islamkritiker betiteln und feiern, dann ist die Antwort offensichtlich. Moment, wenn ich etwas kritisiere, dann hasse ich es? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich kann doch sehr wohl kritisch etwas gegenüberstehen oder etwas kritisch betrachten und trotzdem dafür sein. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Es ist doch nicht automatisch, dass ich etwas hasse, was ich kritisiere. Nein, das ist Blödsinn. Und vor allen Dingen, wenn ich etwas sehe im Koran, was falsch ist, und ich das kritisiere, weil es falsch ist, und ich sage, ihr könnt es doch auch richtig machen, oder ihr könnt doch aufhören, darüber zu lügen, sondern eben die Wahrheit akzeptieren, so wie sie im Koran steht, dann bin ich doch nicht der Hasser. Bloß weil ich eher die Wahrheit bevorzuge und nicht das, was im Koran steht, wenn es falsch ist. Also das ist auch irgendwie unlogisch. Wenn man christliche Missionare fragt, und ich meine hiermit nicht alle christlichen Missionare, wenn man christliche Missionare fragt, die nichts anderes zu tun haben, außer jeden Tag über den Islam Lügen zu verbreiten, und viele von ihnen religiöse Analphabeten sind, dann ist die Antwort auch... Man kann nicht ein... Oh Gott, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, wo die Deutsch lernen. Ich meine, ich bin jetzt kein richtiger Deutscher, aber ich weiß, dass ein religiöser Analphabet etwas anderes ist als ein Religionsanalphabet. Und das ist, glaube ich, was er meint. Ich glaube, er versucht jetzt, etwas herunterzureden, nämlich die Unwissenheit von Christen, was den Islam betrifft. Nur, ich kenne den Islam recht gut. Das heißt also, wenn ich sage, das und das ist fehlerhaft, dann ist das nicht irgendwie, dass ich da was hasse, sondern ich sage, okay, da ist ein Fehler drin. Mehr ist das ja nicht. Dann bin ich mal noch kein Hasser und dann bin ich auch nicht ein religiöser Unwissender oder Analphabet, sondern ganz im Gegenteil. Ich weiß etwas über den Islam, ich weiß etwas über den Koran und kann es auch so einschätzen, dass es fehlerhaft ist. Das heißt also, ich bin da kein Analphabet, sondern ganz im Gegenteil. Ich weiß in dem Augenblick mehr über den Koran als hier die Leute, die hier versuchen, irgendwas Positives da reinzureden, was gar nicht existiert. Also er macht sich hier total unglaubwürdig. Offensichtlich. Aber fragen wir mal diejenigen aus dem Westen, die wirkliche Experten sind im Bereich Koran, Manuskripte und Koranwissenschaften. Tut er das? Wir haben hierzu mehrere Beispiele. Ich meine, ich kann jetzt nicht alle Zitate auf die Folien bringen, deswegen macht es nicht Sinn. Ich habe mir einige ausgesucht, die ich mit euch inshallah durchgehen möchte. Wir haben zum einen hier Richard Bell. Er ist Arabist an der University von Edinburgh in Großbritannien und der altbekannte Montgomery Watt, ein schottischer Islamwissenschaftler. Und in ihrem Buch Introduction to the Quran heißt es folgendes. Die Festlegung... Ja, das können wir uns jetzt eigentlich sparen. Alles, was hier passiert, ist das Übliche. Das heißt also, die Apologeten hier sind ja Experten im Zitieren oder im Falschzitieren oder in der Fähigkeit, bestimmte Textwörter oder Abschnitte rauszureißen und dann zu sagen, hier, guck mal, der sagt ja was Positives. Auch wenn sie entweder über etwas reden, was eigentlich nur eine persönliche Meinung ist, und das Zweite, auch wenn sie hinterher genau das Gegenteil sagen. Weil die sagen teilweise, wir könnten ja auch behaupten, dass unter Uthman auf die Zeit 650 und so weiter datiert werden kann. Oder die Standardversion heißt ja das und das, aber wir lehnen das ab. Aber die nehmen nur die Standardversion heißt und lassen dann den zweiten Teil, wir lehnen das ab, das lassen sie dann raus. So, das ist auch etwas, was ich typischerweise mache, dass ich sage, ja, die Standardversion ist das und das. Das ist der normale Text, das ist die normale Märchengeschichte, die Leute glauben. Aber aus diesen und diesen Gründen ist es fehlerhaft. Das heißt, ich sage auch immer, worüber ich eigentlich rede. Und das kann man natürlich aus dem Kontext ziehen und sagen, hier, der hat gesagt das und das. Also hier werden einfach nur persönliche Meinungen dargestellt, mehr ist das nicht. Des koranischen Textes unter Uthman kann auf die Zeit zwischen 650 und seinem Ableben im Jahr 656 datiert werden. Es ist der entscheidende Abschnitt in dem, was man die Bildung des Kanon des Koran nennen kann. Kanon bedeutet sowas wie, dass man quasi die Heilige Schrift zusammenführt. Aus islamischer Perspektive würden wir hier den Begriff Kanon nicht verwenden, aber das lassen wir mal so stehen. Ja, er hat sich eben verplappert. Genau das ist es ja. Das heißt also, man hat verschiedene Teile, die hat man dann zusammengefügt zu einem Ganzen, hat teilweise Sachen vergessen, andere sind irgendwie abhanden gekommen.
Wie und wo, das ist jetzt egal. Aber es gibt halt viele Versionen, die sagen, der Koran, den wir heute in den Händen haben, ist völlig unvollständig. Das heißt, so bestimmte Verse, wie zum Beispiel über das Steinigen, über Hijab, über was alles, die fehlen. Und es gibt ganz klare Aussagen, die sagen, der Koran hatte mal 120 Kapitel, nicht nur 114. Das heißt also, die Texte selber, die wir kennen, die wir bekommen von Islam gelehrt, die sagen ganz was anderes. Das heißt, es gibt hier keinen Konsensus oder was, sondern alles, was er macht, ist, er sagt, ich habe eine festgelegte Meinung, ich habe ein festgelegtes Resultat und für dieses festgelegte Resultat suche ich jetzt Meinungen, die das untermauert, die das untermauern. Und das ist alles, was wir hier sehen. Also was anderes sehe ich. Ja. Was auch immer die Form des Koran vorher gewesen sein mag, es ist sicher, dass das Buch, das wir heute in Händen halten, im Wesentlichen der uthmanische Koran ist. Wenn also das ist völliger Blödsinn. Und das habe ich ja letztes Mal im ersten Teil schon gezeigt, also dass das absolut unrichtig ist. Wir uns daran erinnern, dass die Erhaltung jedes kleinsten Fragments der echten Offenbarung eine unabdingbare Voraussetzung ist. Ich verstehe das gar nicht. Wir haben jetzt gerade diese Birmingham-Fragmente bekommen. Das sind zwei Folios, das sind vier Seiten Text, das sind, ich weiß nicht, zweieinhalb Kapitel, ich glaube 18, 19 oder 17, 18 und dann 22 oder irgendwie sowas. Und selbst da sind Fehler drin. Selbst da sind Rechtschreibfehler drin, selbst da sind grammatikalische Fehler drin, selbst da sind Wörter und Teile von Sätzen drin, die in dem heutigen Koran nicht sind. Deswegen verstehe ich nicht, warum die solche Sachen überhaupt behaupten, wo wir im 21. Jahrhundert ganz schnell nachgucken können und sehen können, hey, das stimmt doch gar nicht. Und deswegen ist so etwas ziemlich albern, was der hier abzieht. Setzung war, muss man der Kommission unter Zayd, und auf das werden wir noch eingehen, zugestehen, ein wunderbares Werk vollbracht zu haben. Es gibt sogar Wissenschaftler im Westen, die sich intensiv mit dem Koran und den Koran-Manuskripten beschäftigen, die ihre eigenen Kollegen kritisieren. Eine der womöglich bekanntesten Expertinnen ist Angelika Neuwirth. In einem Buch von Jane Damon McAuliffe wird ihr quasi ein ganzes Kapitel gewidmet, Kapitel 6 auf der Seite 101. Und da sagt sie etwas sehr Interessantes. Sie sagt... Moment, wer sagt hier was? Was ich hier sehe, ist, dass jemand anders einen Artikel schreibt über die Frau Neuwirth. Also so verstehe ich das im Augenblick. Ich weiß nicht, was die hier machen. Heißt das jetzt, Angelika Neuwirth hat was gesagt oder jemand sagt was über sie? Das verstehe ich jetzt nicht. Neue Funde von koranischen Manuskripten können darüber hinaus herangezogen werden, um das traditionelle Bild des Koran als einen frühen, fixierten Text, der aus den uns vorliegenden Suren besteht, eher zu bestätigen als in Frage zu stellen. Auch ist es Gelehrten, die versuchen, dieses Bild durch linguistische Argumente zu dekonstruieren, nicht gelungen, die Echtheit des Korans, wie wir ihn kennen, ernsthaft zu widerlegen. Ja, das ist jetzt, ich glaube, er kapiert das nicht. Das ist ja nicht linguistische Argumente, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir Texte haben, die völlig unterschiedlich sind. Es geht darum, dass wir Texte haben, die andere Sprachformen benutzen. Es gibt Texte, die sind wesentlich älter als der Islam. Das heißt also, wir haben Texte aus dem 6. Jahrhundert, Fragmente aus dem 6. Jahrhundert, die man dann im Koran wiederfindet. Die ersten Texte, die wir sehen, das habe ich ja letztes Mal gezeigt, kommen ja aus dem Felsendom. Und selbst die sind noch unterschiedlich zu dem, was wir heute in den Händen halten. Das heißt also, diese Behauptungen, die hier aufgestellt werden, sind relativ albern. Wenn man sie bezieht auf die tatsächlichen Texte, nicht auf die Linguistik. Ich meine, selbst da gibt es erhebliche Unterschiede in den, nicht nur in den Meinungen, sondern in dem, was uns tatsächlich an Fakten vorliegt. Angelika Neuwirth, Professorin für Arabistik in Berlin und Expertin für Koran-Manuskripte. Und das ist quasi eine Art und Weise, eine akademische Art und Weise, wie man quasi sagt, dass die Argumente gegen den Koran Schrott sind. Nein, weiß Gott nicht. Es geht hier nur um einen Teil und das ist hier auch nur wieder eine persönliche Meinung. Die ist durch nichts belegt, da steht nichts, das ist einfach nur eine Behauptung. Ich finde, das ist genauso, als wenn ich sage, also ich finde, es ist heute schön. Aber da ist nichts definiert. Vor allen Dingen weiß keiner, was ich damit meine. Und genau das haben wir mit so einem Text. Das sind diese belanglosen Sätze, diese Beliebigkeit, die man findet, die dann in den Händen von diesen Apologeten irgendwie zu einem ganz besonderen Ereignis dann werden, obwohl es im Grunde genommen eigentlich nichtssagend ist.
Und es gibt noch so viele andere, ich werde auch auf weitere eingehen, aber ein interessantes Zitat bzw. Interview von einem, den ihr womöglich kennt und insbesondere unsere christlichen Mitmenschen, die gerade zusehen, ist Dr. Bart Ehrman. Oh, es ist unerlässlich, dass ihr euch den Stream Biblist verfälscht ansieht, weil wir dort auch dieses Thema behandeln. Und Dr. Bart Ehrman ist jemand, der ein Neutestamentgelehrter ist. Und er selbst sagt, dass es von den alten Manuskripten des Neuen Testaments, alle, die wir haben, alle griechischen Manuskripte, die wir vom Neuen Testament haben, in etwa sind es 5800, gibt es mehr Differenzen, als es Wörter im Neuen Testament gibt. Aber was sagt er in einem Interview über den Koran? Er sagt, Zitat, ich weiß nun, dass der Koran über die Jahrhunderte hinweg treu überliefert wurde und die Christen aus irgendeinem Grund beschlossen haben, dies nicht zu tun. Es gibt wirklich nicht viel mit dem Koran zu tun, weil so viele Manuskripte einfach identisch sind. Es gibt nicht viel an Gelehrsamkeit zu leisten. Mit dem Neuen Testament haben wir all diese Tausenden von Handschriften, die sich sehr voneinander unterscheiden. Das wiederum macht die Forschung sehr interessant. Ja, da sieht man mal den Unterschied. Das heißt also, ich meine, Bart Ehrman, da habe ich auch nicht so viel Respekt vor. Das ist jemand, der mir gesagt hat, dass es 36 Historiker gibt, die Jesus und das Neue Testament beschrieben haben, dass man also auch, selbst wenn die Bibel wegfallen würde, man aus diesen 36 Historikern das Neue Testament rekonstruieren könnte. Was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil diese ganzen Historiker, die es gibt, die erwähnen Jesus noch nicht mal, sondern das ist alles hunderte von Jahren später und alles, was die machen, und ich rede jetzt auch von Tacitus, also der jetzt relativ früh, der ist noch im ersten Jahrhundert oder was, dass die einfach nur das wiedergeben, was Christen geglaubt haben. Das ist also alles vom Hörensagen. Und genauso ist es auch mit dem Koran. Nur, ein Bart Ehrman wird das natürlich nicht zugeben. Aber er hat immerhin die Integrität zu sagen, jawohl, die Texte, die wir haben, die uns überliefert worden sind, sind Kopien von Kopien von Kopien und deswegen sind die unterschiedlich. Das heißt, er ist als christlicher Gelehrter ehrlich. Ein Muslim-Apologet wird das aber nicht sein. Der wird das nicht zugeben, obwohl wir tausende von verschiedenen Manuskripten haben, alle unterschiedlich, mit teilweise widersprüchlichen Aussagen, was ich ja im ersten Teil gezeigt habe. Und das werden die trotzdem nicht zugeben. Ein Moslem-Apologet wird sich darauf versteifen, nein, es gibt keine Unterschiede, es ist alles dasselbe. Dann zeigt man ihm zwei Texte, er wird es nicht akzeptieren, weil es so eingebaut ist in das ganze System, dass er nicht akzeptieren wird, jawohl, hier sind zwei unterschiedliche Wörter. Ja, aber da kann man ja was das Gleiche machen. Ich habe ja mal ein Video gemacht über den Unterschied zwischen und oder. Und da haben tatsächlich Leute mir gesagt, ja, und muss ja nicht immer und heißen und oder kann ja auch und heißen. Das muss ja nicht so sein. Und im Arabischen sowieso, man ist ja sehr flexibel und deswegen kann im Arabischen auch das war, also das und, auch ein or, also ein oder sein. Und das, so verrückt ist das. Genauso wie mir einer mal gesagt hat, ja, Haram kann auch heißen, dass es befohlen wird. Nein, Haram heißt verboten. Das heißt, man kann nicht Schweinefleisch plötzlich interpretieren, dass es geboten ist, also ein Kommando ist, du musst jetzt Schweinefleisch essen. Nein, es ist verboten. Und trotzdem gibt es Apologeten, die sagen, nein, das kann das Gegenteil heißen, so wie sie es gerade wollen. Aber das hat dann doch mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Das ist doch noch nicht etwas, wo ich sagen kann, ah, okay, das überzeugt mich jetzt, jawohl, genau so ist es. Die merken gar nicht, dass das wirklich Leute abhält, zum Islam zu kommen und Leute, die im Islam sind, dazu bringt, auszutreten. Deswegen haben wir ja diese Riesenwelle jetzt, wo der Islam, ich habe jetzt 12 irgendwie Quellen gefunden, die alle davon reden, dass der Islam heutzutage noch gerade mal über 1 Milliarde Anhänger oder was immer man die nennen will, hat, weil immer mehr Leute den Islam verlassen. Das heißt also, wir sind von 1,8, 1,7, 1,5, 1,3, 1,2, jetzt sind wir runter auf 1,1 Milliarden Menschen. Das werden jedes Jahr weniger. Und genau deswegen, weil die Leute mittlerweile nachdenken können, weil die nachgucken können, weil die überprüfen können, was hier behauptet wird. Das war mal ein kurzer Vorgeschmack in den Aspekt und der Ansicht einiger Experten aus dem Westen. Nun, wie wurde der Koran überliefert? Das Alleinstehungsmerkmal des Koran ist, dass er nicht nur schriftlich überliefert wurde. Das, was ihn eigentlich auszeichnet, ist, dass er mündlich überliefert wurde. Ja, was denn nun? Er sagte, innerhalb von ein paar Jahren wurde der Koran schriftlich fixiert und jetzt sagte er, er wurde mündlich überliefert. Du kannst doch nicht beides haben.
Du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, ja, der ist über 23 Jahre entstanden und mit dem Tod des Propheten Mohammed, und er vergisst das sehr oft übrigens, er sagt sehr oft Prophet oder Mohammed oder was, ohne dass Friede und weiß ich was alles sei, mit ihm und über ihm und alles. Und dann gleichzeitig sagen, sobald der Tod war, war der Koran fertig, und dann hat es nur noch 10 oder 15 Jahre gedauert und dann wurde alles fixiert. Und gleichzeitig behaupten, er ist mündlich überliefert worden. Ja, was denn nur? Das wird womöglich jemanden, der mit einer westlichen Brille durch das Leben geht, womöglich ein bisschen absurd vorkommen. Aber wir werden genau auf die Methoden eingehen, und ich hoffe natürlich, dass das dann auch Klarheit schaffen wird, inshallah. Ich verstehe das gar nicht. Es heißt doch immer, dass Knochen, Palmen und weiß ich was alles zusammengesammelt wurden, auf denen der Koran festgehalten wurde. Das heißt es doch in den Koranquellen selber. Und dann sagt er, nö, ist nicht. Also, je nachdem, wie es ihm gerade passt, werden ganz andere, also völlig unterschiedliche Aussagen gemacht. Denn das Gute bei einer mündlichen Überlieferung ist, geehrte Zuseher, dass der Wortlaut laut und die korrekte Aussprache auch beibehalten wird. Was? Das ist der größte Blödsinn. Ich weiß gar nicht, ich muss dann jeden Satz jetzt mittlerweile anhalten. Wir wissen alle, wie das funktioniert. Wenn ich 20 Leute habe, ich sage dem ersten einen Satz, der gibt das dann weiter. Wir wissen genau, was am Ende was ganz anderes rauskommt, als das, was wir am Anfang eingegeben haben. Das weiß jedes Kind. Das machen wir schon im Kindergarten, dieses Spiel. Weil es lustig ist, weil wir Menschen ein so dermaßen furchtbar entwickeltes Gehirn haben, dass wir nicht in der Lage sind, etwas wirklich originalgetreu wiederzugeben. Das wissen wir. Und wir leben mit diesem Fehler. Und deswegen haben wir gelernt, es schriftlich zu fixieren, damit eben genau dieses nicht passiert. Und jetzt sagt er, ja, ist alles easy. Das ist eine tolle Sache, diese mündliche Überlieferung. Das funktioniert bestens. Und dann sagt er, ja, aber wir haben 7 verschiedene Kiraat und weiß ich wie viele Aruf und weiß ich was. Die widersprechen sich andauernd, je nachdem, was ihm gerade passt. Und wenn man ein bisschen aufpasst, hört man das. Bei einem schriftlichen Text, den man überliefert, natürlich verloren geht. Gut, kommen wir zu der mündlichen Überlieferung. Was meinen wir mit mündlicher Überlieferung? Wir müssen den historischen Kontext verstehen. Die vorislamischen Araber, das heißt bevor der Islam kam, hatten keine schriftliche Tradition. Was sie aber auszeichnete, war, dass sie sehr lange Gedichte und poetische Texte und Genealogien, das heißt Stammbäume, auswendig konnten. Und die wenigen, die schreiben konnten, die haben Gedichte geschrieben und haben sie an die Kaaba gehängt. Ja, die heidnischen Araber zu jener Zeit. Es gibt sogar Berichte darüber, dass die vorislamischen Araber den Stammbaum von ihren eigenen Kamelen auswendig konnten. Das heißt, was die vorislamischen heidnischen Araber sehr auszeichnete, war das Memorieren von langen Texten. Das bedeutet, und das ist auch der Grund, warum wir simultan zum Koran, wie er emaniert ist und entstanden ist, keinen vergleichbaren Text, der aus dieser Zeit stammt. Und da muss man sich natürlich vorstellen, wenn jemand der Poesie und dem Gedichteschreiben so viel Wert beimisste, wie muss es dann sein mit diesen Menschen, die die Offenbarung von Gott erhalten haben? Da waren sie viel akribischer in der Überlieferung und in der Bewahrung des Textes. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, aber was bewegt einen dazu, einen gesamten Text, ein gesamtes Buch auswendig zu? Also okay, wir haben jetzt wieder nur Behauptungen, die einfach nicht zu belegen sind. Und da gibt es sehr, sehr interessante und tiefgründige Aspekte, die wir in der islamischen Tradition finden. In allererster Linie, es war eine Anordnung des Propheten Muhammad, Friede und Segen mit ihm. Er sagte, die Besten unter euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Ein weiterer Hadith, den ich hier anführe, ist, dass es eine Belohnung ist, den Koran zu rezitieren und zu übertragen. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen mit ihm, sagte, wer auch immer einen Buchstaben aus dem Buch Allahs liest, dem wird eine Belohnung zuteil. Und diese Belohnung wird mit 10 multipliziert. Der Hadith geht noch weiter, aber ich hatte keinen Platz auf der Folie. Er sagt, ich sage nicht, dass Elif, Lam und Mim ein Buchstabe sind, sondern ich sage, dass Elif ein Buchstabe ist, Lam ein Buchstabe ist und Mim ein Buchstabe ist. Das heißt, für jeden Buchstaben, den man rezitiert, wird man belohnt, was natürlich... Okay, das ist jetzt ziemlich viel Blödsinn. Weil wir müssen verstehen, die Kapitel 1 besteht ja nur aus 7 Sätzen. Und da wird ja ganz klipp und klar gesagt, dass das nicht das Buch ist von einem Gott, von Allah selber, sondern jemanden, der im Namen von Allah etwas sagt. Also das Ganze wird ja dann schon ein bisschen revidiert. Und derjenige, der jetzt denkt, er gibt das wieder, was Allah denkt oder meint oder möchte oder was immer, der fängt den Text, also das Buch selber, fängt ja an mit Kapitel 2, Satz 1. Und das Erste, was dieser Gott oder was derjenige meint, der diesen Gott interpretiert, was die Menschen wissen müssen, damit fängt der ganze Islam an. Kapitel 2, Satz 1, ALM, Alif Lamin, das ist das Erste, was Gott den Menschen mitteilen möchte.
Ja, und was heißt das? Nix. Das heißt also, die sagen ja, das sind einfach nur Buchstaben. Allah weiß es am besten. Und das ist die erste Botschaft, die mir ein Gott sagen möchte. ALM. Da kann ich mir aussuchen, was das heißt. Und wenn man Muslime fragt, die sagen, na, wir wissen es nicht, das weiß nur Gott. Ja, was nützt das denn, wenn Gott ein Buch für mich schreibt, mir eine Anleitung gibt und dann etwas mir sagt, was völlig unverständlich ist? Oh je. Einen Ansporn, den Koran zu lernen und zu lernen. Und ein letzter Punkt, den ich noch aufgelistet habe, ist natürlich die Motivation. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen mit ihm, sagte, wahrlich, wer den Koran schön, flüssig und präzise rezitiert, der wird in der Gesellschaft der edlen, gehorsamen Engeln sein. Und wer die Verse mühsam, stotternd und stockend rezitiert, dem wird der doppelte Lohn zuteil. Okay, was heißt das jetzt? Das heißt also, wir haben einen Gott, der nichts braucht, der stellt Menschen her, die er nicht braucht, um ihn anzubeten, was er nicht braucht. Und dann kreiert er Menschen, die in der Lage sind, einen Text, den er vorgegeben hat, entweder flüssig nachzusprechen oder nicht. Das heißt also, der Gott kreiert einen Menschen, er ist ja allwissend, also weiß er hinterher, weiß er vorher schon, was hinterher rauskommt. Und er ist ja allmächtig, also kann er alles auch so machen. Also könnte er eigentlich alle Menschen so kreieren, dass sie die Botschaft behalten, so wie das die Boten und die Propheten können. Macht er aber nicht. Er könnte jetzt alle Menschen so ausstatten, dass sie in der Lage sind, den Koran in einer Weise vorzutragen, wie es dieser Gott möchte. Macht er aber nicht. Sondern manche machen das so, manche machen das anders. Und diejenigen, die es nicht so gut können, die sich aber mehr bemühen müssen, was er ja vorher gewusst hat, weil er sie ja hergestellt hat und so hergestellt hat, dass sie es eben mühsam machen können und müssen. Und dann belohnt er die für das, was er selber gemacht hat. Also, ich weiß nicht, wer hier noch durchblickt oder wer da noch irgendwie einen Sinn drin sieht. Also, ich verstehe es nicht. Warum? Weil derjenige, der sich schwer tut mit der Sprache, sich dennoch bemüht und daraufhin mehr belohnt wird, beziehungsweise doppelt belohnt wird. Und es gibt sogar Überlieferungen, subhanallah, das hat mich auch sehr fasziniert, es gibt sogar Überlieferungen, dass nachdem die Araber zu jener Zeit nicht so stark waren in der vorislamischen Zeit mit dem Schreiben von Texten, als der Islam kam und... Das ist Blödsinn. Wir haben Texte, wir haben so viele Texte von den Avatären. Wo genau drin steht, das sind diese sehr viele Sachen sind schriftlich niedergelegt worden, vor allen Dingen Verträge, also alles, was irgendwie relevant war über längere Zeit, das wurde schriftlich festgehalten. Das heißt also, wir wissen, dass Frauen zum Beispiel viel mehr erben konnten als im Islam, dass Frauen sehr viel mehr Güter behalten konnten, die konnten Häuser besitzen und solche Sachen. Deswegen war ja auch Khadija eine der reichsten Frauen oder der reichsten Witwen in Mekka. Das heißt also, die ganzen Behauptungen, die hier aufgestellt werden über die vor- oder prä-islamische Zeit, die sind völlig kaputt. Ich verstehe das gar nicht. Aber das ist doch alles, was man ganz einfach nachlesen kann. Sich das völlig geändert hat. Der Prophet Muhammad sehr viel Wert auf die Bildung setzte, wie wir auch lesen konnten. Nein, es ist genau das Gegenteil. Der Koran sagt immer wieder, bitte kümmere dich nicht um die anderen Sachen, kümmere dich um den Koran. Bitte kümmere dich nur darum, was Gott dir hier vorgelegt hat. Und alles andere ist nebensächlich, du brauchst es nicht. Deswegen ist es ja auch so, dass zum Beispiel Frauen überhaupt keine Bildung brauchen. Da reicht wirklich der Koran. Und dann gibt es auch sehr viele Geschichten, wenn man zurückgeht, 100.000 Jahre oder so, wo die Leute wirklich die ganzen Bücher kaputt gemacht haben, weil sie gesagt haben, jede Bildung ist Blödsinn, alles, was wir brauchen, steht im Koran. Und das ist genau das, was sie sehen. Der Koran sagt ja in Kapitel 5, Satz 501, das ist der berühmte Satz, bitte stell keine Fragen, die, wenn sie dir, wenn du da antworten müsstest, dass es dir Probleme bereitet. Deswegen, nein, pack das gar nicht erst an. Oder Dr. Yassikar, der hat ja gesagt, es gibt eine rote Linie, über die wir nicht hinaus recherchieren können. Und er hat ja auch gesagt, dass die nicht-muslimischen Gelehrten das sehr wohl können und das auch sehr wohl tun. Da gibt es keine rote Linie, die zurückhält, sondern die gehen wirklich darüber hinweg und können deswegen auch sehr viel mehr über die Wahrheit erfahren, als es Muslime können, die eben bei dieser roten Linie Halt machen und sagen, nein, hier dürfen wir nicht weiter recherchieren, weil wir könnten ja rausfinden, dass hier was Schlechtes ist oder dass hier irgendein Fehler drin steht. Ja, aber wir haben heute das 21. Jahrhundert, da könnte ja nichts dran ändern. Gab es sogar Fälle, wo Kriegsgefangene
sich freikaufen konnten, indem sie Prophetengefährten das Lesen und Schreiben beibrachten. Das heißt, Kriegsgefangene konnten entlassen werden, indem sie was tun? Indem sie den Gefährten, den Prophetengefährten, das Toll. Lesen und Schreiben beibrachten. Wahnsinn. Und es gibt noch so viele. Der Gesandte Allah sagte... Ich weiß nicht, ob er sich darüber bewusst ist, dass Kriegsgefangene, wenn sie Frauen waren, sehr wohl einfach nur vergewaltigt werden konnten und der Prophet und Friede und weiß ich was alles sei auf ihm und mit ihm, da sogar den Leuten gesagt hat, bitte genießt doch bitte das Vergewaltigen. Ihr müsst da nicht unbedingt rausziehen, sondern genießt das doch in vollen Zügen. Ihr müsst euch auch nicht über die Preise hinterher dieser Leute auf dem Sklavenmarkt Gedanken machen, sondern das ist alles, was Allah regelt und tut. Da könnt ihr sowieso nichts machen. Also genießt das mal schön. Ich weiß gar nicht, ob er sich darüber bewusst ist, dass es da Dutzende von Hadithen gibt, die eben auch als authentisch, als sahih eingestuft werden oder eingestuft sind von Islamgelehrten, die genau dieses sagen. Aber ich glaube, solche Sachen, da macht er die Augen zu, dass es für ihn jenseits der roten Linie, da gehen wir mal besser nicht hin. Beispielsweise zu Abdullah ibn Amr, liest den Koran einmal im Monat. Ich sagte jedoch, ich habe genug Kraft. Da sagte er, dann lies ihn 7 Tagen und unterschreite dies nicht. Wir haben Prophetengefährten, die überliefern, dass sie alle 3 Tage den Koran auswendig rezitierten. Wir haben Prophetengefährten, die alle 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage den Koran auswendig rezitierten. Und jetzt wird sich womöglich der eine oder andere fragen, ja, aber ist das nicht wie stille Post? Ja. Was meinen wir mit stille Post? Mit stille Post meinen wir haben hier den schönen Bruder Emir, der quasi einen Text überliefert. Ja? Ich werde das so einfach wie möglich illustrieren, damit man die Grundstruktur oder die Grundlage von Tawatur versteht. Das heißt, die Methode, wie der Koran überliefert wurde. Gehen wir davon aus, der Bruder Emir überliefert einen Text. Und der Text lautet, hier sind wir, das Iman-Team. Und dieser Text wird weitergegeben von Emir an die nächste Generation und so weiter, bis es bei Bruder Enes ankommt. Aber bei Bruder Enes kommt es nicht komplett identisch an, weil eben in dieser Kette jemand war, der der Sprache nicht so mächtig war und sich eventuell versprochen hat, beziehungsweise sich verschrieben hat. Und der Bruder Enes behielt die Nachricht, wir sind hier, das Iman-Team, wo wir eine kleine Änderung sehen, wo aber der Inhalt und der Text keine Auswirkung hat auf die Bedeutung. Dieser wird überliefert und Bruder Yunus, der auch in dieser Kette ist, erhält plötzlich den Text ein bisschen anders, nämlich wir sind hier bei Iman-Stream. Ja? Und auch Bruder Yunus gibt das weiter durch die stille Post, indem er quasi in das Ohr des Nächsten flüstert. Und zu guter Letzt bin ich da und ich bekomme plötzlich die Nachricht, wir sind 4 bei Iman-Stream. Und wenn man jetzt natürlich vergleicht, sieht man den klaren Unterschied. Und das ist schlussendlich stille Post. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir dieses Problem übergehen? Und darüber haben sich natürlich die Prophetengefährten intensiv Gedanken gemacht. Denn wenn ich von Bruder Emir eine Überlieferung habe am Bruder Enes und eine Überlieferung an Jonas, die dann an mich überliefert wird, dann habe ich lediglich eine einzige Überlieferungskette und ich kann sie keineswegs verifizieren oder falsifizieren. Ich bin komplett abhängig von den Personen bzw. den Überlieferern in dieser Überlieferungskette. Was ist aber, wenn ich eine weitere unabhängige Quelle habe? In diesem Fall der Bruder Harun, wie ihr sehen könnt. Und ich merke plötzlich, dass das, was Bruder Harun überliefert, komplett identisch ist mit dem, was Bruder Yunus überliefert. Was ist nun, wenn ich eine weitere unabhängige Quelle habe, nämlich Bruder Abdus-Sattar, wie ihr sehen könnt, mashallah, Allahumma barik, dann habe ich eine zusätzliche Quelle, die unabhängig ist, mit der ich den Text von Yunus verifizieren kann. Das heißt, die Möglichkeit, dass Interpolationen entstehen, werden immer weniger, weil ich Texte erhalte von unabhängigen Quellen. Und jetzt stellt euch vor, dass wir hier haben, den Bruder Harun, den Bruder Enes und den Bruder Abdus-Sattar als eine eigene Generation, die einen Text weitergibt. Aber es sich nicht um 3 Überlieferer handelt, sondern um mehr als 40 Prophetengefährten, die vom Propheten Muhammad Friede und Segen mit ihm überliefert haben. Das ist, was wir im islamischen Kontext Tawatur nennen. Man kann es quasi übersetzen als eine Massenüberlieferung. Und jeder einzelne von diesen Menschen, die hier auf dieser Liste ist, radiallahu anhum, sind komplette Huffaz. Das heißt, sie konnten vom 1. bis zum letzten Kapitel den Koran zur Gänze auswendig. Oh wei, wo soll ich jetzt da anfangen? Also wir haben auch Texte, die sagen, dass Mohammed selber gar nicht mehr wusste, was da drin stand. Wir haben Texte, die sagen, einer der Schreiberlinge hat einen Vorschlag gemacht und Mohammed sagte, oh ja, das ist super, das schreiben wir da rein. Gott ist der Beste aller Schöpfer. Und der Schreiberling ist dann hinterher vom Islam abgetreten und er hat alles verlassen, weil er gesagt hat, das gibt's. Ich bin derjenige, der bestimmt, was im Koran steht. Er hat das erkannt und hat dann gesagt, nee, also tschüss hier. So, das Zweite ist,
Das hört sich ja in der Theorie alles sehr schön an. Wenn er sagt, ja, wir haben jetzt hier die Leute und hat dann nur noch Bilder von denen und bla. Das ist, weil was heute passiert. Aber wir können nicht über Leute etwas sagen, die vor 1000 Jahren gelebt haben. Das heißt also, ich kann in 1000 Jahren sagen, es gab jetzt hier diese ganzen Namen und habe jetzt auch die Fotos von denen und die haben alle dasselbe gesagt. Ich kann aber auch sagen, dass und erfinde das und sage, hier haben wir die Fotos und die haben das und das gesagt. Das kann ich aber 1000 Jahre später nicht mehr verifizieren. Und genau das ist das Problem, das wir haben, dass wir heute Texte vorgelegt haben, bekommen. Und da wird gesagt, ja, wir haben hier diese 40 Namen und die haben all dasselbe gesagt. Ja, wer sagt mir denn, dass diese 40 Jahre Namen nicht einfach erfunden wurden? Bloß weil die ein paar Mal auftauchen, sagt das nichts über die Qualität der Äußerungen, die diese Menschen getan haben. Woher wissen wir denn, dass die nicht gelogen haben? Woher wissen wir denn, dass die nicht einfach irgendwas fabriziert haben? Woher wissen wir denn, dass die sich nicht abgesprochen haben und gesagt haben, pass mal auf, wir machen das hier so und so? Und vor allen Dingen, wir wissen ja gar nicht, ob die existiert haben. Es ist ja, wir haben vor dem, das ist ja, vor dem Jahre 660 haben wir nichts. Erst mit den ersten Umayyaden, mit Muawiya, haben wir überhaupt irgendetwas Schriftliches, was wir irgendwie sagen können, okay, das ist belastbar. Aber das ist Mitte 7. Jahrhundert. Und vor allen Dingen, das ist weder in Mekka noch in Medina, das ist in Damaskus. Und die ersten numismatischen, sagen wir jetzt, Hilfsmittel oder Belege, die gibt es ja dann erst weitere 30 Jahre später. Und dann ist es auch nicht unbedingt mit Mohammed und vor allen Dingen ist da noch ein christliches Kreuz da drauf. Das heißt, diese Münzen, die da der gute, wie heißt er mal, Ibn Malik, ne, was der da geprägt hat. Das heißt also, das hat nichts mit dem zu tun, was wir im Koran lesen, sondern das ist einfach nur ein Benutzen der Religion und dann wurde ein Mohammed dazugetan, um zu zeigen, weil es gab ja fünf verschiedene Propheten in dieser Zeit. Das kennen wir ja alles, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf einzugehen. Da ist irgendwie eine Figur kreiert worden, die dann zeigt, jawohl, so macht das ein Muslim und so gut ist der Islam für euch. Das ist einfach nur ein Benutzen der Religion für die eigenen Zwecke. Und das war das Ausbreiten des Arabischen Reiches durch die Umayyaden, was dann durch die Abbasiden weitergeführt wurde. Aber was anderes ist es doch nicht. Ich kann dir jetzt nicht einfach sagen, bloß weil ich die Namen habe, kann ich die ganze Geschichte, die wir ja tatsächlich nachvollziehen können, ignorieren und so tun, als ob es da vorher irgendwas gegeben hat, was völlig isoliert war, was völlig was anderes war. Wir wissen, dass es keiner hat vom Koran geredet, keiner hat von Islam oder Muslimen oder sonst was geredet. Das waren immer die Sarazenen, das waren immer die Ismailiten, das waren alles Mögliche, aber nie das, was wir heute als Islam erkennen würden. Das kam alles sehr, sehr viel später. Und das verstehe ich nicht, warum hier so getan wird, als ob das alles ganz klar wäre, als ob das alles tatsächlich Namen wären, die tatsächlich existiert haben und die tatsächlich etwas gesagt haben. Das ist einfach nur Wunschdenken und einfach nur etwas, was die Leute sich ja, so zusammengereimt haben. Mehr ist das nicht. Und es muss natürlich auch angemerkt werden, dass das nicht irgendwelche Leute sind. Wir haben biografische Informationen von diesen Menschen. Wir wissen, dass sie vertrauenswürdig sind, weil sonst werden sie quasi diskreditiert als Qurra, als Überlieferer, als Memorierer des Koran. Das heißt, es gibt noch viel mehr weitere Faktoren. Und so oft. Nein, gibt es eben nicht. Die haben Biografien, na klar, die sind irgendwo, weiß ich nicht, erfunden worden. Da ist sehr viel dazu gedichtet worden. Und bloß weil ich, weiß ich, das Gedicht von der Made auswendig sagen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich deswegen glaubwürdig bin. Das heißt nichts. Und daraus jetzt zu schließen, ja, diese Leute haben aber gesagt, das und das musst du so und so machen. Ja, wieso widersprechen die sich denn dann dauernd? Wieso haben wir denn einen Mohammed, der sagt, du musst dich zweimal waschen? Ach nee, du musst dich dreimal, ach nee, du musst dich viermal waschen. Ja, wie oft denn jetzt? Kann ich andauernd findet man nur Blödsinn hier. Es ist alles fehlerhaft und widersprüchlich und völlig idiotisch. Und dann sagen die, aber es sind alles ehrliche Menschen. Das macht doch keinen Sinn. diese Methode wurde der Koran überliefert. Ja? Und das ist natürlich etwas, wo wir jede Regel, die der Prophet Muhammad in seiner Rezitation beibrachte, jede Vorschrift in der Aussprache, jeder einzelne Buchstabe, wurde von diesen Sahabern, dem Prophetengefährten, überliefert. Jetzt habe ich es gerade, ich weiß nicht, muss ich das jetzt raussuchen?
Ich glaube, das kann jeder selber machen, dass er in den Hadithen mal guckt, wie oft soll man sich denn waschen. Da findet man sofort zweimal, dreimal, viermal. Das heißt also, es gibt widersprüchliche Aussagen. Und dann kommen Apologeten, ja, aber zweimal ist ja in dreimal enthalten und dreimal ist in viermal enthalten. Also nimmt man die viermal, weil die dreimal und die zweimal darin enthalten sind. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt drei verschiedene Anweisungen mit drei verschiedenen Inhalten. Welche davon ist richtig? Um nur euch mal ein bisschen ein Bild davon zu geben, weil all das, was ihr hier seht, werdet ihr nicht auf diesen Islamhasser- und Islamlügner-Seiten finden. Ja? Das ist das, wo ihr euch objektiv informieren könnt. Wenn ich mich über das Christentum informieren möchte, dann gehe ich auch nicht zu Sertaj. Dann gehe ich zu Bibelexperten, dann gehe ich zu Bibelgelehrten. Ja? Das, was ihr hier seht, ist ein Hadith. Wir reden hier nicht mal vom Koran, wir reden hier von einem Hadith. Das ist ein Hadith Qudsi, das nennt man ein heiliger Hadith, wo quasi Allah spricht, wo man aber das nicht im Gebet rezitieren kann. Diese, und mir geht es auch gar nicht um den Inhalt, da geht es quasi um die Belohnung des Fastens im Ramadan. Mir geht es gar nicht um den Inhalt, mir geht es nur darum, mal euch aufzuzeigen, ja, was für eine Überlieferungskette wir haben von diesem einen einzigen Hadith. Wir sehen hier, jede Spalte ist eine Generation. Der Prophet Muhammad hat diesen Hadith, diesen Ausspruch, weitergegeben an Abu Huraira, radiallahu an. Er hat es weitergegeben an die nächste Generation, er hat es weitergegeben an die nächste Generation. Also, ja, das ist ja alles schön und gut. Nur wenn man sich da mal anguckt, wir haben eine Aussage, dass wir ungefähr eine Viertelmillion Hadithe hatten. Und die sind dann alle nach und nach eliminiert worden, sodass dann hinterher noch 7.000 übrig geblieben sind. Oder 14.000 oder was immer. Und dann sind die noch weiter runtergebrochen worden, bis dann hinterher, ich glaube, Bukhari hat 7.500 oder was, hinterher noch übrig behalten. So, nach welchen Kriterien hat er die dann rausgeschmissen? Zeig mir doch mal einen, den er rausgeschmissen hat, und zeig mir mal genau, warum. Das haben wir nicht. Das heißt also, alles, was behauptet wird, ja, da hat dann einer gefehlt und was. Ja, aber woher wissen die das? Das wissen die nicht. Das sind einfach nur wieder leere Behauptungen. Und genauso hier. Wir haben hier eine Liste mit Namen. Er hat das Abu Huraira gegeben. So, jetzt werden aber circa 75, also drei Viertel von den ganzen Hadithen über Abu Huraira berichtet. Das heißt, der Jünger hat nichts anderes gemacht, als sich nur aufzuschreiben, was der Mohammed gesagt hat. Wenn wir uns jetzt aber angucken, was Mohammed über diese 23 Jahre lang gesagt hat, dann muss der ungefähr 20 solche Sprüche jeden Tag gemacht haben, damit da so viele rauskommen. Weil wir dürfen nicht vergessen, es sind sechs verschiedene, was ich was, Sammlungen. Und wenn man da die individuellen, also nicht die doppelt sind oder dreifach, sondern nur die individuellen nimmt, dann kommt man irgendwie auf eine Zahl, der muss also 20 solche Sprüche jeden Tag gemacht haben. Und diese 20 Sprüche hat sich jeder gemerkt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir gehen heute zu Napoleon, der vor ein paar hundert Jahren gelebt hat, und versuchen jetzt, jeden Satz, den er gesagt hat, irgendwie originalgetreu nachzuvollziehen und dann irgendwo aufzuschreiben. Genauso ist das. Das muss doch jeder sehen, dass das absolut illusorisch ist. Und trotzdem wird das behauptet und nie belegt. Sondern alles, was man hat Namen. Ja, jetzt kann ich mir irgendwelche französischen Namen ausdenken und sagen, die haben alle gesagt, Napoleon hat das gesagt. Ja, toll. Was habe ich dann? Ja, Behauptungen. Mehr ist das nicht. Und genau das wird von mir verlangt, dass ich das glaube. Warum soll ich das glauben? Naja, weil es da steht. Also das reicht nicht aus, tut mir furchtbar leid. Nur mal, um einen Einblick zu bekommen, wie so etwas überhaupt läuft. Also noch etwas, ich habe mir mal sowas angeguckt, ne? Ich habe das auch mal gemacht. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, es gibt ja diese berühmten Hadithe, wo drin steht, dass Aisha zum Beispiel 6 Jahre alt war, als sie verheiratet wurde und 9 Jahre bis zum Geschlechtsverkehr. Wenn man sich da aber die Überlieferungskette anguckt, dann sieht man, da sind Fehler drin. Die sind überhaupt nicht sahih, die sind nicht authentisch. Das heißt also, alles, was da gesagt wird über Aisha, ist eigentlich gar nicht wert, es irgendwo in Bukhari oder in den Sahih Muslim aufgenommen zu werden. Die stimmen einfach nicht. Das heißt also, das ist auch nur wieder Wunschdenken. Das heißt also, irgendeiner hat da gepatzt, wollte eigentlich nur Mohammed etwas zugute kommen lassen, weil Mohammed eben etwas Reines brauchte, eben eine Frau, die absolut unberührt war. Weil das ja eine Abklatschversion von Jesus war. Und deswegen war ja auch Maria so jung und diese unbefleckte Empfängnis und so weiter. Und genau das wollten die nachmachen und haben das dann so gemacht, dass sie ein ganz junges Mädchen genommen haben, was eben wirklich noch garantiert Jungfrau war und noch nie mit einem anderen Mann irgendwie zusammen war. Und das war denen halt damals wichtig. Und wenn man sich das anguckt,
stimmt das Ganze nicht. Irgendwie bröckelt dann alles irgendwie ab, wenn man einfach mal ein bisschen genauer hinguckt. Das, was ihr hier seht, ist so etwas wie eine Bescheinigung bzw. Erlaubnis. Nachdem jemand, der den Koran überliefern möchte an die nächste Generation, von seinem Lehrer gelernt hat, Wort für Wort, Sure für Sure, Vers für Vers, in all seinen Details und all seinen Lesarten, auf die wir noch zu sprechen kommen, dann sagte der Lehrer zu ihm, ich erlaube dir, den Koran weiterzugeben. Und das ist das Problem. Wenn ich jetzt mir angucke, dass diese Überlieferungen so unterschiedlich waren, dass wir heute tausende von verschiedenen Versionen des Korans haben, weil ich habe ja gesagt, im letzten Teil, dass der J. Smith 30 vorgelegt hat, die man heute noch kaufen kann, die unterschiedlich sind, die basieren auf verschiedenen Überlieferungsketten. Und da hat genau diese stille Post zugeschlagen, weil man hier sehr unterschiedliche Korane hat. Weil jeder dieser Rezitatoren sich zwei Leute ausgesucht hat, die eben genau dieses Dokument bekommen haben, die durften das dann, haben es aber dann unterschiedlich gemacht. Und dadurch haben wir diese ganzen unterschiedlichen. Und halt diese dann wiederum sich jeweils zwei ausgesucht haben, eine Generation später, die dann wieder irgendwas rezitiert haben, was anders war. Das heißt also, diese ganzen Behauptungen, ja, das sind ja Zertifikate oder so, das hat genau dafür gesorgt, dass das Gegenteil eingetreten ist, dass wir eben nämlich ganz viele verschiedene Versionen haben. Und dann sagt sein Lehrer, all die Überlieferer, die ihm den Koran überliefert haben. Und mit dieser Bescheinigung, das ist beispielsweise ein Exemplar, was auch online zugänglich ist, was ihr finden könnt. Und das ist eine sogenannte Ijaza, eine Bescheinigung, den Koran zu überliefern. Und das ist die Bescheinigung von einem sehr bekannten Rezitator, nämlich Mishari. Mishari al-Afasi, ein sehr bekannter zeitgenössischer Rezitator, den ihr natürlich auch auf YouTube finden könnt. Und wenn man das natürlich wieder in ein Diagramm umwandelt, dann würde das quasi so aussehen, wo wir vom Prophet Muhammad bis zu einem Qurra, zu einem jemand, der quasi den Koran überliefern darf, die Bescheinigung, die Erlaubnis hat, den Koran zu überliefern, eine Überlieferungskette des Koran wie folgt aussehen. Und jetzt wird es natürlich da und dort wieder irgendwelche Islamkritiker und Orientalisten geben, die einen Husten auf den Islam haben. Schauen wir mal, was die Experten sagen. William Graham in seinem Buch Beyond the Written Word. Was sagt er auf Seite 80? Der Koran ist womöglich das einzige Buch, sei es ein religiöses oder ein säkulares, das von Millionen von Menschen vollständig auswendig gelernt wurde. Das heißt, es ist nicht irgendwie... Selbst das stimmt nicht. Sogar die Bibel, die, ich glaube, 6 oder 7 Mal so groß ist, so lang ist, so dick ist oder so viel enthält, ist auswendig gelernt worden. Also völliger Blödsinn. Irgendwie eine Blase, in der die Araber leben und die fantasieren und die fabulieren irgendetwas. Und vor allen Dingen, woher weiß ich denn, welche Version des Korans auswendig gelernt wurde? Woher weiß ich denn, dass die Version, die auswendig gelernt wurde, auch tatsächlich die richtige ist, wenn es so viele verschiedene gibt? Kinders, ihr müsst doch mal nachdenken. Ihr müsst doch mal über die Konsequenzen nachdenken, über das, was ihr hier sagt. Sondern das sind verschiedene Wissenschaftsbereiche, die man natürlich zu respektieren hat, wenn man nicht voreingenommen an diese Texte vorangeht. Gut, kommen wir zu der schriftlichen Überlieferung. Wie sieht es mit der schriftlichen Überlieferung aus? Haben wir eine schriftliche Überlieferung, Überlieferungsmethode? Haben wir Manuskripte? Haben wir Fragmente vom Koran in unserer heutigen Zeit? Erstmal die Frage, die immer wieder auftaucht, wurde der Koran zu Lebzeiten des Propheten Muhammad verschriftlicht? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Der Koran wurde... Er hat doch eben das Gegenteil gesagt. Er hat doch eben gesagt, das war alles eine mündliche Überlieferung. Und jetzt sagt er plötzlich, es ist schriftlich gewesen. Junge, du musst doch mal konsistent bleiben. Du kannst doch nicht sagen, ja, das war mündlich und jetzt sagst du, na, ist alles schriftlich gewesen. Ja, was denn nun? Zu Lebzeiten des Propheten Mohammed auf Palmenblätter, auf Palmwedel ansetzen, auf Kamelschulterknochen, wenn ihr euch vielleicht erinnert, Kamele, die haben einen sehr, sehr langen Rücken und auf diesen Knochen wurde geschrieben, also alles, was man fand, um diese Texte zu schreiben, auf Baumrinde, auf Tierhäute, was man heute Pergamente nennt, auf all das wurde quasi der Koran geschrieben und natürlich auch in den Herzen der Menschen, in den Herzen der Prophetengefährten. Ist das Schreiben im Herz eine schriftliche Überlieferung geworden? Ach, Kinders, Mensch, ihr seid sowas von durchgeknallt, ehrlich. Ich denke auch, das ist ein No-Brainer. Selbst die größten Islamkritiker. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, kein Gehirn irgendwie eingeschaltet hier. Oh Mann, das ist wirklich traurig. Der Geschichte wie Theodor Nöldecker oder beispielsweise Ignaz Goldzieher. Michael Cook, das sind Leute, die quasi den Islam nur gelernt haben, um den Islam durch den Dreck zu ziehen, aber schlussendlich selber auf die Nase gefallen sind. Aber nein, es kann dir auch passieren, wie es bei mir war. Ich hatte keine Meinung vom Koran. Ich bin da rangegangen,
Weil mein Chef mir irgendwann gesagt hat, hör mal, da gibt es wissenschaftliche Aussagen. Habe ich gedacht, oh, da musst du das mal angucken. Dann habe ich angefangen, den Koran zu lesen, habe gemerkt, ja, hier stimmt was nicht. Und habe dann angefangen, bin dann erst zum islamischen Kulturzentrum gegangen und bin dann hinterher auf die Uni gegangen und habe das also richtig gehend studiert und habe mich dann mit Professoren und Gelehrten und so weiter zusammengesetzt und habe den Islam gelernt. Und die haben mir alles Mögliche erzählt und ich habe dann Fragen gestellt, wo die dann auch hinterher nicht mehr konnten. Aber zumindestens habe ich eine fundierte Ausbildung im Islam. Ich kenne die ganzen Geschichten. Ich habe auch sehr viele von weiß nicht, Rasali und Tamir und so weiter, diese ganzen Leute da gelesen, um zu lernen, was damit alles passiert. Selbst Sie geben zu, dass der Koran von Uthman, der überliefert wurde, zur Lebzeit des Propheten Mohammed verschriftlicht wurde. Also was heißt zugeben? Manche glauben das halt und manche nicht. Ich gucke mir die Fakten an. Das heißt, ich hasse nicht Islam, sondern ich mag lieber die Wahrheit. Und wenn mir jemand sagt, das war so, dann gucke ich mir die Umstände an und merke, das kann überhaupt nicht sein, weil alleine die Beschreibung, die geologische und die ganze Agrar, was heißt wissenschaftlich oder wie immer man das jetzt nennen will, die Beschreibungen von Mekka stimmen nicht überein mit dem, was wir sehen. Es gibt kein Tal, kein Zwischental, es gibt kein Flüsschen, hier gibt es überhaupt nichts von dem, was in der Sunna gesagt wird über Mekka. Es gibt nichts, was dort beschrieben wird in Form von Erträgen, von landwirtschaftlichen Erträgen. Ich kriege keine Oliven oder Trauben oder sowas im Hijaz hin. Geht nicht, da ist einfach nicht genug Wasser. Das ist alles 1000 Kilometer weiter nördlich passiert. Hier sage ich nicht, dass Dan Gibson recht hat, dass das alles in Petra war. Muss nicht sein, kann sein, muss nicht. Auf jeden Fall aber sehr viel weiter nördlich. Und das passt nicht zu dem, was wir sehen. Das passt nicht zu dem, was da behauptet wird. Das passt einfach nicht zusammen. Und deswegen bin ich so ehrlich und sage, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele verschiedene Modelle. Deswegen lasse ich das. Und warte darauf, dass wir entweder eine Bestätigung, eine wirkliche Bestätigung bekommen von einer diesen ganzen Modellen, oder wir lassen es dabei und sagen, nee, ich enthalte mich so lange, bis ich es tatsächlich weiß. Aber das ist in meinen Augen ehrlicher, als zu sagen, das ist alles so, und die Leute, die das tatsächlich dann auch so akzeptieren, da was, ja, die geben das zu. Nein, so ist es nicht. Nun, jetzt stellt sich die Frage, wer waren die persönlichen Schreiber des Propheten Mohammed? Wir haben die Qurra gesehen, wir haben die Sahaba gesehen, die den Koran auswendig kannten. Was ist mit den persönlichen Schreibern des Propheten Mohammed? Und das sind die, die wir hier sehen, das waren die engen persönlichen Schreiber von dem Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, das waren quasi auch die Khulafa. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, das war dieser Abu Talib, der gesagt hat, nee, also komm, ich schmeiß das Zeug hin, geht nicht. Da ist nichts mit Ehrlichkeit. Und weitere, die wir hier sehen. Und was waren aber allgemein diejenigen, die auch den Koran niedergeschrieben haben? Und die Liste findet ihr hier. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen. Ihr könnt sie dann im Nachhinein euch ansehen. Und es gibt auch Überlieferungen diesbezüglich, wie das geschah. Ibn Abbas beispielsweise, ein Prophetengefährte, überliefert, dass Uthman, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagte: Immer wenn etwas auf den Gesandten Allahs offenbart wurde, rief er einige, die für ihn schreiben, zu sich und sagte: Setzt dies in diese Sure, in der das und das erwähnt wird. Authentisch überliefert in Imam Ahmad, Tirmidhi und als Sahih, also als authentisch eingeschrieben. Aber guck mal, Muawiyah, der erscheint jetzt beides Male oder beide Male. Welcher ist denn das jetzt? Weil das ist einfach nur eine Liste mit Namen. Das ist nichtssagend. Hier wird nicht großartig drauf eingegangen. Wer war denn Abdullah bin Saad? Das sind einfach nur Namen oder Jamsin Saad. Ich glaube, das heißt nicht Sin, sondern bin Saad. Sogar ich als Laie erkenne das. Und dann sagt ihr mir ja, hier ist alles authentisch. So genau passieren Fehler. Jetzt die nächste Frage. Wurde der Koran zu Lebzeiten des Propheten Mohammed kodifiziert? Was meinen wir mit kodifiziert? Zu einem Kodex gemacht. Das bedeutet, vorne ein Cover, hinten ein Cover, das ist ein Kodex. Und die Antwort ist ganz klar: Nein. Das wissen wir, liebe Islamhasser. Nein, das wisst ihr nicht. Ihr glaubt es einfach aufgrund der Texte. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt zugibt, dass die Kodifizierung erst 1985 stattgefunden hat. Ihr müsst uns da nicht irgendwie aufklären. Wir wissen, dass der Koran zur Lebzeit des Propheten Mohammed nicht kodifiziert wurde. Warum wurde er nicht kodifiziert? Erstmal, es bestand keineswegs eine Notwendigkeit.
Das ist Quatsch. Natürlich bestand eine Notwendigkeit. Das ist sogar überliefert, steht in der Sunna drin. Das heißt also, es gab weniger Leute oder immer mehr Leute sind gestorben, weil die ständig irgendwelche Kriege angezettelt haben, sodass hinterher kaum noch jemand da war, der überhaupt diese ganzen Texte kannte. Das steht ganz klar drin. Es gab hinterher nur eine einzige Person, die irgendein Kapitel ein paar Sätze aus dem Kapitel 9 noch kannte. Es gab nur eine einzige Person. Und deswegen bestand die Notwendigkeit, das schriftlich zu fixieren, weil eben die Umstände das verlangt haben. Ich verstehe nicht, warum die solchen Blödsinn sagen. Wir können es doch nachgucken. Kinder, es hört doch mal auf. Ich bitte euch doch nur um eins. Hört auf zu lügen. Ehrlich. Das ist das Einzige, was ich will. Ihr sollt nur aufhören zu lügen. Warum muss man etwas kodifizieren, wenn der Koran in Hunderten von Prophetengewerken sie das in ihrem Herzen hatten und zur Gänze memorisiert haben? Das heißt, es war keine Notwendigkeit da. Die Leute haben nach dem Ableben des Propheten Mohammed nicht gesagt, was machen wir? Wir verlieren den Koran, schnell beeilen wir uns, wir müssen es irgendwie niederschreiben bzw. kodifizieren. Das war nicht der Fall. Das ist eine ahistorische Sicht auf die frühen Prophetengefährten im Islam. Ein weiterer Punkt: Die Offenbarung wurde erst mit dem Ableben des Propheten Mohammed beendet. Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat bis zu 9 Tage vor seinem Tod noch Offenbarung bekommen. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, mit all diesen Fragmenten und Manuskripten, die die Prophetengefährten hatten, während der Lebzeit des Propheten Mohammed zusammenzukommen und es zu kodifizieren. Weil es könnte ja sein, dass noch Offenbarungen kommen. Es könnte ja sein, dass noch abrogierende Verse kommen. Es könnte ja sein, dass der Prophet Mohammed sagt, dass dieser Vers dahin gehört und dass dieser Vers woanders hingehört. Also irgendwie ist das wieder Blödsinn. Zumal die korrekte Reihenfolge überhaupt nicht gegeben sein kann. Weil alleine, ich meine, das offensichtlichste Beispiel ist, wir haben in Kapitel 4 die Sätze 11 und 12, die sich beziehen auf die Erbverteilung. So, jetzt haben wir aber die Sätze 11 und 12, die etwas andere Sichtweisen haben eben auf diese Verteilung. Und dann hinterher kommen noch hunderte von anderen Sätzen und erst im letzten Satz des Kapitels 4, 176, da wird dann wieder das Thema aufgegriffen von der Erbverteilung. Jetzt kann mir doch keiner sagen, dass das kein Schwachsinn ist. Es ist doch völlig unlogisch, wenn man 2 Sätze hat vorne im Kapitel, dass man dann bis zum Ende des Kapitels wartet, bis man das Thema abschließt. Da könnte man doch dann als Gott sagen, ja, Moment mal, dann mache ich doch die Sätze 11, 12, 13. Oder ich mache ein eigenes Kapitel, nur über Erbrecht. Das würde doch dann Sinn machen. Aber dass ich dann 2 Sätze hier, dann Satz hier, dass ich dann sage, ja, ihr müsst mich anbeten, aber ich sag euch nicht wie. Nein, 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 nein. Oder Spermien, gibt es nicht im Koran, sondern nur Wasser. Das Wasser, aus dem ihr hergestellt wurdet, entspringt zwischen den Rippen und dem Rückgrat. Da müsste ich doch als Gott sagen, nein, es gibt eine ganz klare Sache, und zwar einmal das, das kommt zusammen und macht das. Das heißt also, ich kann doch diese Elemente zusammenfügen. Ich muss doch jetzt nicht 14 verschiedene Materialien an verschiedenen Stellen des Korans deponieren. Und dann kommen heutzutage Apologeten und sagen, ja, nee, aber das mit dem Ton und der Erde und dem Wasser und dem Staub, das alles beinhaltet ja den Menschen. Das heißt also, man muss sich dann diese Sätze aus dem Koran zusammensuchen, bevor man dann eine komplette Beschreibung hat. Das macht doch alles keinen Sinn. Und vor allen Dingen, jetzt muss man sich mal vorstellen, es gibt ja jetzt Leute, die sagen, der Koran wurde gar nicht erschaffen, sondern der ist nicht erschaffen, genauso wie Gott selber. Okay? Das heißt also, es gibt Sätze vor zig Milliarden von Jahren, die wurden geschrieben und der allwissende Gott gibt die weiter, weiß aber schon im Vorhinein, dass diese Sätze hinterher abrogiert werden, und gibt die trotzdem weiter, wissend, dass die hinterher widerrufen werden. So, das heißt also, zum Beispiel das Beispiel mit dem Alkohol. Ich meine, Alkohol, das Wort gibt es nicht im Koran. Das heißt, es ist immer nur Khamr, also das, was das Gehirn bedeckt. Mehr ist das ja nicht. Und da wird gesagt, nee, das hat ja vieles Gutes und bitte nicht betrunken beten und bitte nicht und ja, dann machen wir mal lieber, nee, hört bitte auf damit. So. Anstatt jetzt zu sagen, ich bringe den Leuten gar nicht bei, wie man Alkohol macht, sagt er erst, bringe ich euch Alkohol bei, sage, nee, das ist auch super, ist auch gut so. Und vor allen Dingen, ich mache es so, dass ich Lebewesen kreiere, die durch den Alkohol dann abgetötet werden, die eigentlich dann die Menschen töten würden. Also ist das
etwas Hilfreiches in der Medizin, wird hergestellt, wird aber dann verboten. Und das weiß der Gott tausende von Milliarden von Jahren vorher und gibt das trotzdem da rein. Kinder, das ist doch nicht normal. Das kann mir doch keiner sagen, dass das ein Mensch im 21. Jahrhundert liest und sagt, ja, das macht völligen Sinn. Das kann doch gar nicht sein. Ich kann doch nicht von einem Gott sagen, das ist ein inkompetenter Idiot, der nicht in der Lage ist, vorher zu entscheiden, welche Sätze jetzt wichtig sind und welche nicht. Es muss doch ein Gott vorher wissen, dass die Sätze, die jetzt hier, aufgeschrieben werden, dass die völlig fehlerhaft sind. Und dass es Sätze gibt, die hinterher nochmal geändert werden, das kann man doch im Vornherein machen. Das verstehe ich nicht, dass da ein Mensch kommt und sagt, nö, alles normal, so, genau so muss das sein. Wenn ich Gott wäre, genau so würde ich das machen. Ich würde den Leuten erst den größten Schwachsinn erzählen und würde dann sagen, ich habe mir gerade meine Meinung geändert, ihr dürft es jetzt doch nicht. Das ist doch Quatsch, ehrlich. Weil sobald der Prophet Mohammed das absegnet, das ist wahr. Habt das gerade gehört, ne? Sobald Prophet Mohammed das absegnet. Das heißt also, das macht er öfters. Dass er sagt, Prophet Mohammed, ohne dass Friede und Freude und Eierkuchen und alles auf ihm. Das ist Offenbarung. Ein weiterer Punkt ist, die korrekte Reihenfolge der Verse wurden berücksichtigt. Wie ich bereits angerissen habe, der Prophet Mohammed hat stets öfters darauf hingewiesen, dass dieser Vers dorthin kommt und dieser Vers dorthin kommt. Und wie hätte das passieren sollen, wenn er noch am Leben ist und noch immer Offenbarung bekommt und man es trotzdem versucht, in einen Kodex zusammenzufassen? Des Weiteren wurden abrogierende Verse berücksichtigt. Das heißt, es hätte im Ableben des Propheten Mohammed noch immer der Fall sein können, dass bestimmte Verse abrogiert wurden. Ja? Und wir haben im Islam ein Konzept namens Abrogation. Das bedeutet nicht wie bei Bibelgelehrten, dass wenn ein Vers verfälscht ist, dass man es einfach abrogiert nennt. Nein, ein abrogierter Vers ist etwas, was offenbart wurde und hatte eine bestimmte Weisheit und wurde dann durch spätere Verse abrogiert. Was hast du jetzt gerade gesagt? Was ist jetzt die Äußerung, die hier dahinter steht? Was heißt das denn? Nein, die wurden nicht einfach ersetzt, sondern die wurden abrogiert. Ja, was ist denn da der Unterschied? Entweder ich sage, 2 und 2 ist 5 und sage, ach nee, lieber nicht, 2 und 2 ist 4. Was ist denn jetzt damit? Gut, und zu guter Letzt, die Notwendigkeit, liebe Zuseher, kam erst nach der Schlacht von Yamama. Und es gab nach dem Ableben des Propheten Mohammed zwei Phasen, die dazu führten, zu handeln. Erstens die Schlacht von Yamama, und diese werden wir uns jetzt, inshallah, ein bisschen genauer ansehen. Was war in der Schlacht von Yamama? In der Schlacht von Yamama gab es eine sehr große Bedrohung von einem sogenannten Propheten, der sich selber Prophet nannte, namens Musaylima. Und Musaylima wollte natürlich die Muslime schlachten mit einem Heer von fast 40.000 Männern. Wobei die Prophetengefährten zu jener Zeit in etwa eine Mannstärke hatten von etwa 10.000. Und da kam es schlussendlich dazu. Ja? Da kam es schlussendlich dazu, dass reagiert werden musste. Warum? Es gab auch einen bestimmten Grund dafür. Nach dieser Schlacht, nachdem die Muslime gewonnen haben, ja, gegen 40.000, kam derjenige, der danach zweiter Kalif wurde, Umar, zu dem damaligen Kalifen Abu Bakr und hat ihm etwas geäußert. Er hat zu ihm gesagt, O Emirul Mu'minin, O Führer der Gläubigen, in jener Schlacht sind sehr viele Qurra gestorben. Und es besteht die Möglichkeit, dass wir den Koran eventuell verlieren, wenn wir ihn nicht kodifizieren. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Er widerspricht sich. Das ist genau das. Er hat gerade gesagt, es bestand keine Notwendigkeit, den Koran zu schreiben oder schriftlich zu fixieren. Und jetzt sagt er, doch, es gab eine Notwendigkeit und belegt das auch noch mit einem Text aus der Sunna. Kinder, ihr seid so albern. Er hat nicht gesagt, wir haben ihn verloren. Er hat gesagt, dass wir ihn kodifizieren sollen. Das heißt, zusammentragen sollen in ein Buch, in einen Kodex. Daraufhin hat Abu Bakr natürlich seine Sorge geäußert, dass das vom Propheten Mohammed nicht angeordnet wurde, und dann hat auch Zayd ibn Thabit quasi seine... Also, wir sollten jetzt hier ein bisschen genauer sein. Mohammed, Friede und Freude sei über ihm, der hat gesagt, es darf nichts schriftlich fixiert werden. Nichts von dem, was ich sage, soll schriftlich fixiert werden. Das ist das, was er gesagt hat. Das ist seine Anordnung. Und jetzt müsst ihr das wohl irgendwie so hinbiegen, dass es das Gegenteil heißt. Herzlichen Glückwunsch. Sorge offenbart. Und daraufhin haben sie sich geeinigt. Wo ist das Problem? Sie haben sich geeinigt und die Prophetengefährten hatten einen Konsens, dass sie einen Kodex zusammenfassen. Und der Kalif Abu Bakr, radiallahu anh, hat wen beauftragt? Den Prophetengefährten Zayd ibn Thabit. Mit einem Komitee, wo er quasi die Fragmente sammelte von den Muslimen
und all die Manuskripte, die vorhanden waren, sammelte und in einen Kodex zusammenbrachte. Und auch da gab es ganz klare Anweisungen. Ganz klare Anweisungen, das war nicht irgendwie, ja, geh und mach, was du willst. Es gab ganz klare Anweisungen. Nach diesem Befehl von Abu Bakr sagte Zayd ibn Thabit selbst, also suchte ich nach den Koranabschriften auf Palmwedelansätzen, Kalkschieferplatten und auch in den Herzen der Leute. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, dass er was war, dass er einverstanden war damit. Und wir sehen auch weitere Anordnungen von dem Prophetengefährten, dass Abu Bakr zu Zayd ibn Thabit ganz klare Bedingungen setzte, wie er den Koran kodifizieren soll. Er sagte, setzt euch an die Tür der Moschee, wenn zwei Zeugen mit etwas aus dem Buch Allahs zu euch beiden kommen, so schreibt es. Schon wieder ein Widerspruch. Hat er nicht gerade gesagt, nein, das ist alles eindeutig, es ist alles ganz klar überliefert, Wort für Wort und alles ist authentisch und das ist genauso richtig. Jetzt plötzlich sagt er das Gegenteil. Wenn zwei Zeugen mit etwas kommen, so schreibt beide nieder. Das heißt also, es gibt zwei verschiedene Versionen. Wer entscheidet denn jetzt, welche von diesen beiden Versionen die richtige ist? Beide nieder. Was sind die Kriterien für die Kodifizierung? So eine akribische Herangehensweise werdet ihr in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht finden. Erstens, jeder... Das ist so albern, solche Äußerungen. Das könnte sich auch sparen, weil das ist doch nur lächerlich. Das heißt, das hat es in der Geschichte nicht gegeben. Meine Güte, wir haben Fakten, wir haben Daten, wir haben Experimente, wir haben, weiß ich was alles, das muss alles verifiziert und reproduziert werden, bevor wir irgendetwas bestimmen, bevor wir sagen, jawohl, so ist es. Und du kommst da mit diesen blöden, idiotischen Argumenten, ja, da mussten zwei Leute was sagen. Der von verschiedenen Propheten und Gefährten zu der Moschee gebracht wurde, musste von zwei Gefährten bezeugt werden. Das heißt, wenn ich jetzt komme, da habe ich sowieso eine Überraschung für euch. Ich komme jetzt hier mit einem Fragment, da steht beispielsweise ja eine Seite aus dem Koran und ich sage hier, das habe ich aus dem Mund des Propheten Muhammad niedergeschrieben. Dann wurde gefragt, wer ist dein Zeuge? Wenn der zweite Zeuge kam, dann wurde gesagt, okay, ihr habt das beide schriftlich vorzuweisen, aber könnt ihr es auch auswendig? Das zweite Kriterium, was wir haben. Jeder Zeuge muss den Vers verschriftlich und mündlich vorweisen können. Dann geht es weiter. Jeder verschriftlichte Vers muss vom Propheten Muhammad, Frieden und Segen mit ihm, diktiert worden sein. Das heißt, es genügt nicht, dass man Niederschriften vorweist, die nach dem Leben des Propheten Muhammad niedergeschrieben wurden. Und zu guter Letzt gab es die Bedingung. Excuse me. Was war das gerade? Das muss alles vorher niedergeschrieben worden sein? Ah, Kinders, das ist doch absoluter Blödsinn. Er hat uns eben noch gesagt, es gab die meisten Sachen gar nicht schriftlich. Es ist alles im Herzen aufgeschrieben worden. Alle wussten es auswendig. Hat uns eine riesen Liste gegeben von Leuten, die es alles auswendig wussten. Und jetzt heißt es, es muss alles vorher niedergeschrieben worden sein. Ihr müsst euch mal auf eine Version einigen. Ihr könnt doch nicht immer sagen, ja, das war so und dann hinterher genau das Gegenteil. Das glaubt doch hinterher keiner mehr. Von Abu Bakr, dass bei einer Uneinigkeit, dass man nach dem Dialekt der Quraysh schreiben soll, weil der... Was heißt denn nach dem Dialekt der Quraysh? Entweder ich habe eine Sprache, die laut Koran das reine Arabisch ist, das Mubin, das steht sogar im Koran drin. Das heißt also, es wird reines Arabisch genommen und jetzt plötzlich heißt es, nee, es ist ein Dialekt. Ja, aber wie kann ich denn einen Dialekt niederschreiben? Ich kann ja nicht in einem Dialekt der Berliner irgendeinen Text schreiben, den ein Münchner hinterher nicht versteht und umgekehrt. Das bringt ja nichts. Also nimmt man das hannoveranische Deutsch, was sowohl in Berlin als auch in München verstanden wird, anstatt sich da einen Dialekt da irgendwo zu bemächtigen und zu sagen, so, den nehmen wir jetzt. Und vor allen Dingen, wie will man den dann aufschreiben? Das hat mit der Sprache an sich nichts mehr zu tun. Da ist ja von dem reinen Arabisch nichts mehr übrig. Dann ist es ja nur noch einer der vielen Dialekte. Ach, Kinders. Dialekt der Quraysh, welcher war? Der vom Propheten Muhammad. Denn er war aus dem Stamm von Quraysh und der Koran wurde im Dialekt der Quraysh offenbart. Das heißt, was sehen wir hier? Vor allen Dingen, ich möchte mal jemanden sehen, der mir diesen Koran in diesem Dialekt zeigt und mir dann einen Koran zeigt, der im reinen Arabisch dann geschrieben wurde. Die Unterschiede würde ich mal gerne sehen. Ich meine, das ging sogar so weit, dass Umar ibn al-Khattab sogar bei Hadithen, bei Aussprüchen des Propheten Muhammad zwei Zeugen verlangte. Und warum? Warum musste eine Niederschrift von der Zeit des Propheten Muhammad, Friede und Segen mit ihm sein? Weil alles, was danach kam, fehlbar war. Die Unfehlbarkeit, die Status der Unfehlbarkeit in der Überlieferung des Textes gebührt nur dem Propheten Muhammad. Wieso ist es denn dann, dass die Texte, dass diese ganzen Sammlungen, Hunderte
von Jahren später gemacht wurden, von Leuten, die tausende von Kilometern entfernt gelebt haben. Das macht doch alles keinen Sinn. Und es gibt daraufhin, nachdem das quasi kodifiziert wurde, wurde das behalten bei den Muslimen und wir hatten einen Kodex zur Zeit des ersten Kalifen. Und hierbei möchte ich, und das ist etwas, was so gewaltig ist, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, ich möchte hier auf eine Geschichte eingehen, die zur Zeit des Propheten Mohammed geschehen ist, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie akribisch und genau die Gefährten gearbeitet haben. Eines Tages war der Gesandte Allahs, Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, am Markt. Und er begegnete einem Beduinen, von dem er ein Kamel kaufte. Der Vertrag war abgeschlossen und der Prophet Mohammed kehrte zurück, um quasi das Geld zu holen und um das Kamel zu bezahlen. Und als der Prophet Mohammed zurückkam, sagte der Beduine, nachdem jemand anderer am Markt einen höheren Preis geboten hat, wir haben keinen Deal. Der Beduine sagte zum Propheten Mohammed, wir haben keinen Deal. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, daraufhin sagt, ja, aber wir haben bereits den Vertrag mündlich vereinbart. Und daraufhin sagte der Beduine, hast du einen Zeugen? Hast du einen Zeugen für deine Aussage? Was passierte danach? Daraufhin gab es einen Sahabi. Sein Name war Husayma ibn Thabit. Und Husayma ibn Thabit hörte dieser Konversation zu. Daraufhin drehte er sich um und sagte zu dem Mann, ich bin sein Zeuge. Husayma ibn Thabit sagte, ich bin sein Zeuge. Was war danach? Der Prophet Mohammed fragte Husayma, wodurch kannst du das bezeugen, Husayma? Weil er war nicht wirklich dabei, als dieser Vertrag abgeschlossen wurde. Husayma ibn Thabit antwortete, weil du stets die Wahrheit sprichst, o Gesandter Allahs. So dann gab er dem Propheten Mohammed dem Zeugnis Husaymas so viel Wert wie dem von zwei Männern. Das ist immens wichtig. Diese Aussage des Propheten Mohammed ist immens wichtig, um den Kontext zu verstehen. Das heißt, der Prophet Mohammed sagt hier was. Er sagt, so dann gab er dem Zeugnis Husaymas, das heißt, dass sein Zeugnis so viel wert ist wie dem von zwei. Kommen wir jetzt nochmal nach vorne in der Zeitrechnung zur Zeit von Zayd bin Thabit, der quasi den Koran kodifizierte. Es gibt eine Überlieferung, die immer wieder gerne von Islamhassern und sogenannten Islamkritikern immer wieder herangezogen wird. Es fehlt ein Vers im Koran. Zayd ibn Thabit wusste, dass ein Vers im Koran fehlt. Subhanallah, in ihrer Ignoranz, ist in Wirklichkeit ein Wunder und eine Prophezeiung des Propheten Mohammed. Zayd ibn Thabit sagte, als wir die Schriftblätter in den Mushaf hineinkopierten, vermisste ich eine Ayah aus der Surah Al-Ahzab, Kapitel 33, Vers 23. Er sagt nicht, ich habe ihn vergessen. Er sagt, ich weiß und die anderen Gefährten wissen, dass dieser Vers vom Propheten Mohammed ist. Aber er hatte keinen Zeugen dafür. Er sagte, das ist ein Vers, den ich vom Gesandten Allahs hörte, wie er rezitierte, aber niemand konnte sie vorweisen. Das heißt, er will einen Vers, den er selbst gehört hat, kann er nicht aufschreiben, weil Abu Bakr ihm so einen hohen Maßstab gegeben hat dafür, dass der Text zusammengefasst wird, nämlich zwei Zeugen. Was heißt dann? Bei wem hat das gefunden? Außer bei Husayma ibn Thabit al-Ansari. Dessen Zeugnisaussage der Gesandte Allahs den Wert der Zeugnisaussage von zwei Männern gegeben hat in der Lebzeit des Propheten Mohammed subhanahu. Das ist doch mal praktisch. Das heißt, wenn keiner es wusste, dann nehme ich einfach die Aussage von einem und dem schreibe ich einfach die Zeugniskraft von zwei hinzu und dann passt das ja wieder alles. Oh, Kinder, ihr seid doch albern. Allahu Akbar. Das heißt, wir sehen hier, was sehen wir hier? Diese akribische Herangehensweise der Gefährten, wenn es um das Wort Allahs geht. Und dann gab es zu guter Letzt eine zweite Phase, nämlich die Expansion. Die Muslime sind expandiert, haben andere Kulturen besucht. Die Muslime sind nicht expandiert und haben keine Kulturen besucht. Hier sieht man jetzt, warum diese Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das heißt also, die sind in der Lage, eine Völkervernichtung einfach als Besuch dahinzustellen. Das heißt also, die haben nicht expandiert, sondern die haben andere Länder überfallen. Und jetzt muss man sich mal, wie hieß der denn jetzt, ach Gott, jetzt habe ich gerade einen Block. Es gibt zwei Historiker, die haben sich in Spanien die alten Texte angeguckt. Die sind also dann zu den Kirchen, die sind zu den ganzen Standesämtern, die sind also zu den Museen und überall haben die alte Texte gesucht und haben dann die Überlieferungen gefunden von Menschen von vor 5, 6, 7 und 800 Jahren. Und die haben nämlich dann ausgesagt, wie brutal die Muslime in Spanien eingefallen sind, wie brutal die waren, wie die Leute sich einfach nur hingeworfen haben und Allah gebrüllt haben, weil sie gehört hatten, wenn sie das machen, dann überleben sie. Und genau das ist da passiert. Das heißt also, da sind alleine 7 Millionen Menschen bei dem Überfall in Spanien ums Leben gekommen. Das heißt also, dieses ganze Geschwafel von, die haben mal die Spanier besucht oder die Muslime haben sich ja immer nur verteidigt. Nein, es sind keine Spanier irgendwo auf der arabischen Halbinsel eingefallen, wogegen sich die Araber verteidigen mussten. Das war ein Angriffskrieg, das war eine Übernahme, eine feindliche Übernahme.
Die sind da hingegangen, haben die Leute einfach abgemurkst, so lange, bis da kein Widerstand mehr war. Nicht besucht jemanden, sondern die tatsächlich abgemurkst. Und das zu Tausenden. Und was da in Spanien passiert ist, vor allen Dingen, was da in Indien passiert ist, das ist horrend, das ist ganz schlimm. Und das zu verniedlichen, ach, die haben wir mal besucht und wir sind expandiert. Nein, ihr habt das ganz brutal überfallen und ganz brutal alle Kriege geführt. Und da ist nichts mit Widerstand und da ist nichts mit, wir verteidigen uns oder was. Nein, bitte hört doch mal auf zu lügen. Und als sie in Scham waren und nach Aserbaidschan und dem heutigen Armenien quasi expandierten, kam es zu was? Es kam dazu, dass plötzlich Menschen mit einem anderen Dialekt den Koran anders aussprachen. Und das bereitete einigen Gefährten, insbesondere Hudayfa ibn al-Yaman, Sorgen, dass plötzlich die Menschen beginnen, in irgendeinem Dialekt den Koran zu rezitieren. Und daraufhin, was passierte dann, nachdem das bekannt wurde? Hudayfa ibn al-Yaman wandte sich zum damaligen Kalifen Uthman ibn Affan. Und er sagte zu ihm: Emir der Gläubigen, halte diese Umma, diese islamische Nation auf, bevor sie über das Buch so uneins sind wie die Juden und Christen. So viel dazu, wenn man sagt, Muslime müssen der Bibel folgen. Also schickte Uthman nach Hafsa. Hafsa ist wer? Die Tochter von Umar ibn al-Khattab. Und er sagte: Schicke uns die Niederschriften her, damit wir sie abschreiben. Wir schicken sie dir danach zurück. Um welche Niederschrift handelt es sich? Um die von Abu Bakr, die Zayd verfasst hat. Das heißt, er hat nicht irgendwie etwas Neues hergebracht und etwas komplett Neues aufgestellt, sondern er hat das genommen von Abu Bakr und hat das verwendet als Maßstab für die Vereinheitlichung in einen Dialekt. Also schickte Hafsa sie zu Uthman. Uthman beauftragte vier Personen, vier Prophetengefährten, darunter auch wieder Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, Sa'id ibn al-As und Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, und sagte: Wenn ihr, nochmal klare Anweisungen an Zayd, wenn ihr im Koran nicht mit Zayd ibn Thabit einer Meinung seid, dann schreibt es im Dialekt der Quraysh, denn er wurde im Dialekt der Quraysh offenbart. Das heißt, auch hier ganz klare Anweisungen. Das heißt also, ihr wollt mir erzählen, dass der Gott des Islam nur nicht nur den altarabischen Sprachgebrauch irgendwie benutzen konnte, sondern auch noch den Dialekt der Quraysh. Das heißt also, die Urzeit im Himmel war schon immer die Urzeit der Erde. Und die Sprache im Himmel war schon immer der Dialekt der Quraysh. Also man merkt hier nicht, wie albern das ist. Wo ein Komitee eine bestimmte Aufgabe hat mit bestimmten Kriterien. Und jetzt zu der berühmten... Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum ist euer Gott nicht in der Lage, mal klare Anweisungen in einer klaren Sprache einfach weiterzugeben, anstatt so ein blödes Instrument wie ein Buch zu nehmen, was immer unterschiedlich sein kann. Wieso benutzt er überhaupt Sprache? Wieso haben wir denn diese Botschaft nicht alle in uns? Wozu ist denn dieses da? Wir sehen doch hier, was für ein Durcheinander das gibt. Wieso tut ihr immer so, als ob euer Gott bescheuert wäre? Dass der nicht in der Lage ist, sowas zu kapieren, nicht in der Lage ist, das zu durchschauen und zu sagen, naja, ich bin Gott, ich kann das ja alles anders machen. Ich werde jetzt erstmal die Botschaft in jedes Gehirn reinzimmern, in das ich produziere. Und das ist eine einheitliche Botschaft, sodass jeder das kapiert. Aber nein, es muss der Umweg über ein Buch gegangen werden, in einer Sprache, die absolut vage, mehrdeutig und alles ist, die absolut ungeeignet ist, klare Botschaften zu vermitteln. Und das wird dann auch noch als Tugend betrachtet. Nee, also komm. Berüchtigten These oder Scheinargument hat Uthman ibn Affan Korane verbrannt. Erstmal, er hat keine Korane verbrannt. Uthman ibn Affan, nachdem dieser Kodex in einen Dialekt kodifiziert bzw. vereinheitlicht wurde. Ja, wir reden noch immer vom selben Mushaf. Aber er wurde vereinheitlicht, damit es nicht dazu kommt, dass plötzlich unterschiedliche Dialekte in verschiedenen Regionen rezitiert werden und plötzlich eine Uneinigkeit herrscht. Moment, eben habt ihr noch was anderes gesagt. Und vor allen Dingen in Hadith steht ganz klar drin, dass der Koran in 7 verschiedenen Dialekten überliefert wurde. Jetzt widersprecht ihr euch schon wieder. Oh Mann. Der Rezitation. Das heißt, es war eine Sicherheitsmaßnahme, eine Maßnahme, die dazu führen soll, dass man den Koran bewahrt. Also sind doch Korane verbannt worden, wenn sie nämlich einen anderen Dialekt hatten als den der Quraysh. Das war dann nur halt ein Buch wie dieses, ein Koran wie dieser, nur halt in einem anderen Dialekt, mit identischem Inhalt, aber im anderen Dialekt. Und die sind verbrannt worden. Also hat Uthman Korane verbrannt. Mann. Ja, des Weiteren. Uthman hat angeordnet,
Nachdem diese vier Duplikate, manche Gelehrte sagen vier, gehen wir mal sieben, sagen wir mal vier. Er hat von diesem vereinheitlichten Mushaf, von diesem Kodex, vier Duplikate erstellt. Vier Duplikate erstellt. So, wenn du jetzt... Manche sagen sieben. Ja, was denn nun? Wer entscheidet jetzt, wie viele das sind? Manche sagen, es waren zehn, manche sagen, es waren nur drei. Und wo sind diese denn? Wo sind diese Kopien? Wo ist dieser Ur-Koran abgeblieben? Wieso ist ein Gott, der behauptet, er beschützt diesen Text, nicht in der Lage, diesen zu beschützen? Weil wir ihn heute nicht mehr haben. Also ist es eine Tatsache, dass er nicht beschützt ist, er ist nicht erhalten geblieben. Also was sollen wir denn jetzt glauben? Vier Duplikate hast von demselben Koran, den der Prophet Mohammed überliefert hat. Wozu brauchst du dann noch die ganzen Fragmente, die dort liegen? Teilweise hatten die Prophetengefährten eigene Masahif, eigene Exemplare, wo sie auch Bittgebete draufschrieben, wo sie eventuell Tafsir draufschrieben. All das könnte dazu führen, in weiterer Folge zu was? Zur Uneinigkeit. Deswegen verlangt das Finanzamt von mir, dass ich alle meine Dokumente 10 Jahre lang aufhebe, damit ich noch belegen kann hinterher, was tatsächlich los war. Dafür ist das gedacht. Woraufhin Uthman diese Fragmente und Manuskripte neben diesen vier bzw. sieben vollständigen Exemplaren verwendet. Vier oder sieben? Warum kann der sich nicht entscheiden? Vernichtete. Und das ist auch etwas, was im Westen vielleicht so verstanden wird. Ich weiß es nicht. Im Westen ist vielleicht Bücherverbrennung ein Symbol für Rückständigkeit. Oder stimmt. Etwas Zurückgebliebenes, ja? Etwas Verhasstes. Jetzt komme ich nicht aus dem Westen, sondern aus dem Süden. Aber bei uns ist das genauso. Da ist es schon rückständig, Bücher zu verbrennen. Aus islamischer Perspektive. Wenn wir ein Exemplar haben, wenn wir ein Koran-Exemplar haben, was schon sehr alt ist und nicht mehr leserlich ist, was wir nicht mehr haben wollen, ja, dann schmeißen wir das nicht in den Müll. Das ist aus islamischer Perspektive absolut verboten. Was sind die Bedingungen dafür, wie man so etwas vernichtet, wenn es nicht mehr leserlich ist, wenn man es nicht mehr möchte? Erstens Verbrennung. Das ist keine Respektlosigkeit gegenüber dem Koran. Das ist angeordnet so. Ja? Zweitens. Aha, und wenn ich einen Koran habe, den ich nicht mehr will, dann darf ich den nicht verbrennen. Oh Mann, die Konsistenz ist bemerkenswert. Erstens, dass man die Schrift und die Tinte im Wasser auflöst und drittens, dass man es so begräbt, oder begrabt, dass es unzugänglich ist für die Menschen. Das heißt, auch hier müssen wir verstehen, dass es eine Maßnahme war von Uthman, die im Konsens mit den anderen Prophetengefährten war. Ja, Moment mal, wenn das wirklich ein Konsens war, dann hat er doch welche verbrannt. Und er durfte die auch verbrennen, weil es heißt, man durfte die verbrennen. Wo ist also das Problem? Oh. Wir sehen selbst der Kalif danach, Ali ibn Abi Talib, fragte, wer kennt die Sprache am besten und wer liest am besten? Sie sagten, die Sprache kennt Sa'id ibn al-As am besten und am richtigsten kann Zayd ibn Thabit lesen. Ali sagte daraufhin, der eine soll schreiben und der andere diktieren. So machten sie beide es und vereinten die Leute auf einen Mushaf. Und was sagte Ali? Wenn ich Kalif gewesen wäre, hätte ich dasselbe wie er, Uthman, gemacht. Okay, jetzt haben wir wieder mehrere Probleme. Das heißt also, wir haben jetzt wieder die Zusammenarbeit von Menschen, die wieder etwas überliefern, wo wir wissen, dass da Fehler passieren. Das zweite ist, dass wir einen Text haben, der in einer Sprache geschrieben wurde, die Sprache gab es damals eigentlich noch nicht, sondern der Koran hat erst diese Sprache entwickelt. Die Schrift, die damals verwendet wurde, war so unzuverlässig und war so vage und ungenau, dass keiner genau wusste, was gemeint war. Deswegen mussten ja erst diese ganzen diakritischen Markierungen erst später erfunden werden, damit man zum Beispiel unterscheiden kann. Deswegen haben wir auch diesen Fehler im Koran, wo zwischen Verboten und Geboten nicht unterschieden werden, unterschieden wurde. So, machen wir so rum. Das heißt also, diese Verschiedenartigkeit der Sprache, die in Nuancen eigentlich sich nur abspielt, die man aber nicht mit den Lauten, also mit den Buchstaben im Arabischen, was ja eine semitische Sprache, also ohne Vokale ist, dass das einfach nicht möglich ist. Und deswegen musste man dann auch sogenannte, also wie ich das so erkläre, so Umlaute und so weiter einführen, wo man eben durch Punkte und Striche und so weiter die jeweilige Aussprache und die jeweilige Variante dann erklären konnte. Das war ja, weil ich war ja im Iran und das habe ich damals schon kapiert, wie schwer es war für mich, Farsi irgendwie zu lernen, weil man das Wort selber kennen musste, bevor man es schreiben konnte.
Das heißt also, es ist unheimlich schwer, Poesie in Farsi oder Arabisch zu schreiben, weil eben die Sprache so unheimlich vage ist und so unheimlich schwer ist, in eine Form zu bringen. Deswegen finden wir dieses Eintönige im Koran, dieses Mond, also Sohn, Mond und so. Die hören dann immer entweder auf Un oder Ihn oder so auf und das war's dann auch schon. Mehr können die da nicht machen, weil es wahnsinnig schwer ist, diese Sprache so zu modellieren. Da ist zum Beispiel Italienisch wesentlich geeigneter oder Russisch oder sogar Ungarisch. Deswegen gibt es ja weiche Sprachen und harte Sprachen. Und deswegen werden ja auch Opern nicht auf Holländisch oder sowas geschrieben, sondern eher in einer weichen Sprache. Das heißt, es gab hier keinen Streit. Man will hier irgendwie eine Uneinigkeit extrahieren, die gar nicht vorhanden ist. Gut. Werfen wir einen kleinen... Oh ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da jetzt für Blödsinn rauskommt. Also ich sag mal vorab, diese zwei Blätter, da ist ein Stück von genommen worden, da verliert man ungefähr 1 Milligramm an Text, auch von diesem Manuskript. Das ist datiert worden mit einer Error Moiety. Das heißt also, da ist ein Bereich angegeben worden. Dieser gilt aber nur für den Zeitraum, an dem dieses Tier gestorben ist. Das heißt also, der Text selber, der da draufsteht, und da muss man jetzt ein bisschen drauf achten und sich mit der Geschichte der verschiedenen Schreibweisen, also vom Hijazi, vom Kufic und so weiter, ein bisschen auskennen, um zu sehen, dass das nicht eine der früheren Schreibarten ist. Das heißt also, hier sind schon zwischen den einzelnen Absätzen Markierungen gesetzt worden. Hier gibt es schon einzelne diakritische Markierungen, die früher noch nicht existiert haben. Das heißt also, ich würde diesen Text irgendwo ins 11. Jahrhundert irgendwo datieren. Das heißt also, dass die Leute jetzt sagen, ja, das ist jetzt um die Zeit von Mohammed herum und so weiter. Also das ist Blödsinn. Das Zweite ist, dieser Text, ich habe jetzt einen gesehen, der gesagt hat, der Birmingham, dieses Manuskript ist ein kompletter Koran und der ist genau zu dem Zeitpunkt geschrieben. Das ist alles Blödsinn. Das heißt also, alles, was wir haben, ist die Aussage, dass hier ein Pergament vorliegt, eine Tierhaut, die um diesen Zeitraum rum, also irgendwann um das 6., 7. Jahrhundert rum, gestorben ist und benutzt wurde, um da irgendwas drauf zu schreiben. Sagt also nichts über den Text selber aus. Der Text selber beinhaltet nur 2,5 Kapitel aus dem Koran. Und da sind dann auch wieder Unterschiede drin, das habe ich ja bereits gesagt, zwischen dem, was da steht und was wir heute haben. So, das sind die Tatsachen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was er daraus macht. Einen Blick, geehrte Geschwister. Und dann werde ich inshallah auch mit meiner Präsentation zu Ende sein, inshallah. Wir haben, wenn ihr euch erinnern könnt, Bibel ist verfälscht. Ich zeige euch mal das früheste Fragment, was wir vom Neuen Testament haben. Das früheste Fragment wird katalogisiert als B52 und ist dieses feine Stück hier. Ist dieses feine Stück. Das wird datiert auf das Jahr 150. Es gibt keine Radiokarbon-Datierung davon, weil es zu zerbrechlich ist, sondern es wird vom Paläographen so festgelegt. Es sind ein paar Verse von Johannes vorne und ein paar Verse. Was sind Paläographen? Das sind Leute, die gucken sich die Umrandungen, die Verzierungen, die Schreibweise und solche Sachen an, um daran zu schließen, wie alt dann dieses Dokument tatsächlich ist. Es gibt zum Beispiel Versionen vom Koran, da ist eine bestimmte Moschee drauf zu sehen, das haben wir bei den Sana-Manuskripten gesehen. Und diese Moschee wissen wir, dass die erst im Jahre 670 oder was gebaut wurde. Also musste dieser Text nach diesem Jahr 670 geschrieben worden sein, weil ja die Umrandung, die Verzierung schon diese Moschee beschrieben hat oder dargestellt hat als Zeichnung. Und das könnte ja nicht sein, wenn diese Moschee noch nicht existiert hat. Und deswegen kann man dann über Umwege, über Schriftart, Schriftweise, die Unterlage, das Dokument und alles sowas, dann entscheiden, wo, aus welcher Zeit, aus welchem Zeitraum das kommt. Von Johannes auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Das ist das Einzige, was wir haben vom Neuen Testament. Und das ist auf das Jahr 150 nach Christus datiert. Was haben wir vom Koran? Im Birmingham Koran Manuscript haben wir einen immensen Fund gemacht vor einigen Jahren. Wir haben einen Fund gemacht, wo wir Surah Al-Kahf, Kapitel 18, Surah Maryam, Kapitel 19 und Surah Taha gefunden haben und auch in derselben chronologischen Anordnung, subhanallah, wie dieser Mushaf hier, den wir heute lesen. Nein. Ja, das ist jetzt wieder so unehrlich.
Nein, es ist nicht dieselbe Anordnung. Da fehlen zwei, drei Kapitel zwischen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das 22 ist oder 23, da fehlen welche dazwischen. Ach Mensch, Kinder, ich weiß nicht, warum müsst ihr so lügen? Warum könnt ihr das nicht einfach so sagen, wie es ist? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist doch so einfach, das nachzulesen. Und es wurde eine Radiokarbon-Datierung gemacht. Das bedeutet, man hat durch Kohlenstoff quasi herausgefunden, auf welches Jahr. Plus, minus 40 Jahre. Nein, das hat man nicht durch Kohlenstoff rausgefunden. Wir wissen, dass es bestimmte Isotope gibt von Kohlenstoff, die in organischen Materialien vorhanden sind. Weil es ein Tierfell ist, ist es organisch. Und wir wissen, dass nach einer bestimmten Zeit Elektronen rausgekickt werden. Und das mit einer Regelmäßigkeit, die dann extrem regelmäßig ist. Und dadurch kann man dann sagen, okay, wenn wir so und so viele davon zählen in dieser Haut, da geht es eigentlich nur um darum, welches Isotop wir jetzt haben. Und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, wie alt eine Haut ist. Das ist also nicht durch Kohlenstoff, sondern man muss immer gucken, wie viele. Naja, ist egal. Gerade datiert wurde. Und die Radiokarbon-Datierung hat ergeben, dass dieses Exemplar auf das Jahr 568 nach Christus und 645 nach Christus. Nein, ja, er versteht das nicht. Sobald es da irgendwie um technische oder wissenschaftliche Sachen geht, dann gehen bei denen die Gehirne aus. Das heißt also, es gibt immer wie sagt man, Bandwidth, eine Datierungs, es gibt Datierungslimits. Das heißt also, ich kann anhand der Isotopen dieses Kohlenstoffatoms ungefähr datieren, von wann diese Haut ist oder wann dieses Tier gestorben ist. Ich kann aber nicht genau sagen, wann das ist, weil wir nicht genau wissen, welches Kohlenstoffatom, welches Elektron wann rausgekickt wurde. Das heißt also, man kann dann sagen, okay, es muss ungefähr in einem Zeitraum von bis sein. Das heißt also nicht, wir haben zwei Daten, sondern das ist immer eine Von-bis-Angabe in irgendwo innerhalb dieses Zeitraums. Und selbst da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, sich zu irren und dass da noch Fehlerursachen drin sind. Vor allen Dingen die Schriftweise also die Tinte ist ja auch nicht datiert worden. Also die Schriftweise und die Schriftart, wie das Ganze angeordnet ist, das lässt dann darauf schließen, dass es wesentlich später beschriftet worden ist als das Ursprungsmaterial, auf dem es geschrieben wurde. Aber da muss man die Leute auch darauf hinweisen und nicht so tun, als ob das Alter der Tierhaut jetzt gleichzeitig auch das Alter ist von der Schrift. Das kann durchaus sein, dass dann irgendein alter Text davor war, der ist abgewaschen worden, ist dann durch einen anderen ersetzt worden. Durchaus möglich, es wurde viel gemacht. Und vor allen Dingen, wir haben ja Texte, wir haben Fragmente aus dem 6. Jahrhundert. Die finden wir im Koran wieder. Das heißt also, die Texte sind nicht irgendwie überliefert worden. Es ist ganz klipp und klar, dass das menschengemacht ist. Weil wir ganz klar diese ganzen Geschichten, zum Beispiel die alten Babylonier, wir haben im Matrahasi, da haben wir schon die Beschreibung der Flut. Die ist dann im Gilgamesch-Epos und so weiter. Da ist das alles wiederholt worden. Das heißt also, wir haben bestimmte Vorkommnisse, die sind, was ich weiß, 6.000, 7.000 Jahre alt. Und die finden sich dann im Koran wieder. Das ist ja egal, ob ich jetzt die Leute in der Höhle, die da nach 300, was 309 oder 306 Jahren wieder aufwachen. Das sind ja alles Geschichten, die hat es schon vorher gegeben. Ist ja egal, ob das jetzt Moses ist oder was immer. Das sind alles Sachen, die schon längst, längst, längst bekannt waren. Das wird einfach nur im Koran aufgegriffen. Genauso die Apokryphen, die sind ja auch wiedergefunden. Das heißt also, wir haben die Geschichte vom Pharao, der aus den Fluten gerettet wird und dann mit Jonas zusammen nach Ninive verfrachtet wird, um dort die Leute zu bekehren. Das findet man nicht in der Bibel, das findet man nirgendwo, sondern in den Apokryphen. Das heißt also, das sind Geschichten, die damals im Umlauf waren, die man dann wiederfindet im Koran. Genauso Kapitel 11, da findet man die Josef-Geschichte eins zu eins wiedergegeben, wie sie in der Bibel war. Natürlich ist das alles menschengemacht. Datiert wird. Wenn wir die späteste Datierung nehmen, die späteste Datierung haben wir 645 nach Christus, das bedeutet 23 Jahre nach der Hijra, was bedeutet 10 Jahre nach dem Ableben des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Bruder Emir? Ja, aber wenn ich jetzt das erste, lass mich mal gerade ein Stück zurückgehen. Wenn ich jetzt aber doch das erste Datum nehme, die 568, das heißt, da hat Mohammed noch gar nicht gelebt.
Wie kann es denn sein, dass ich einen Text habe, der schon 2,5 Kapitel des Korans enthält, zu einem Zeitpunkt, als Mohammed gar nicht gelebt hat? Komischerweise nehmen die nur die 645, weil die denen besser passt. Das heißt also, wir haben, was ich ja vorher schon gesagt habe, ein Ergebnis und jetzt suchen wir nach Möglichkeiten, dieses Ergebnis irgendwie nochmal zu bestätigen. Mehr ist das nicht. Das ist ziemlich albern. Ja gut, aber ich mal, so läuft das halt. Früheste und es wurde eine Radiokarbon-Datierung gemacht, das bedeutet... Noch Ahmed, von dem ich nicht weiß, woran er glaubt, aber die kommen dann direkt rein. Super. Ein bisschen noch Geduld. Ah, jetzt habe ich das nicht verpasst. Das war wichtig. Müssen jetzt mal gucken, wann dieser Typ jetzt hier wieder reinkommt. Des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Gut, Emir, bist du noch da? Mayday, Mayday. Ohne Mikro. Bro, du bist gemutet. Alles gut, alles funktioniert tipptopp. Weiter geht die Reise. Super. Soll ich eventuell ein paar Folien überspringen oder soll ich es durchziehen? Es würde in etwa noch, sage ich jetzt, 10 Minuten dauern und dann wäre ich eigentlich schon beim Abschluss. Also es befinden sich derzeit... Feedback. Alles klar, es befinden sich derzeit 3 Christen in der Lobby und alle 3 Christen habe ich kontaktiert. 1 in den Chat, wenn Sertac weitermachen soll. 2 in den Chat, wenn die ersten Christen reinkommen sollen. Machen wir es mal demokratisch so. Das ist schon komisch. Das heißt, die lassen nur Christen rein. Weil sie ja die Sendung vorher gemacht haben, die Bibel ist verfälscht, der Koran nicht. Und deswegen wissen die genau, mit Christen können sie sich abfinden. Wenn jemand wie ich da reinkommt, haben die keine Chance. Deswegen lassen die das. Der Stream hat recht, ja. Schauen wir mal, 1 in den Chat, wenn Sertac weiterführen soll. 2 in den Chat, wenn die Gäste reinkommen sollen. Ja, das sind mehr Einser. Ja. Das stimmt, Sertac später weitermachen. Sieht 70-30 aus. Ja, mach's noch zu Ende. Wir freuen uns schon auf euch. Also es gibt 2 Christen, ein Mann, eine Frau und noch Ahmed, von dem ich nicht weiß, woran er glaubt, aber die kommen dann direkt rein. Super. Ein bisschen noch Geduld zeigen, inshallah, und dann... Jetzt weiß ich, was ich das nächste Mal machen muss. Ich muss mich einfach Ahmed nennen. Dann wissen sie nicht, woran sie sind. Dann können wir gerne darüber diskutieren. Gut. Gehen wir jetzt mal auf dieses Manuskript. Das ist natürlich kein vollständiges Manuskript. Auf vollständige Manuskripte komme ich noch zu sprechen. Aber bedenken wir, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, derjenige, der den Stream Bibel ist verfälscht angeschaut hat, was haben wir dort erwähnt? Was haben wir dort erwähnt? Das erste vollständige Manuskript, Codex Vaticanus, danach Codex Sinaiticus, wird auf das Jahr 350 nach Christus datiert. 350 Jahre nach Christus und womöglich 330 Jahre, 320 Jahre nach dem Ableben bzw. der Genau so ist es auch mit dem Koran. Also mir ist keine komplette Koranversion bekannt vor dem 10. Jahrhundert. Vorhebung von Jesus. Wir haben gesagt, Oxford Dictionary Bible, Exegesewerk, was steht da drin? In all den 5800 Manuskripten gibt es keine Seite, die identisch ist. In 5800 Manuskripten gibt es keine Seite, die identisch ist. Und jetzt machen wir einen Selbsttest. Was passiert denn, wenn das für den Koran auch der Fall ist? Ich habe ja, ich glaube, das letzte Mal gesagt, dass es jetzt eine Gruppe gibt, die tatsächlich sich hinsetzt und alle 30 Korane durchforstet, Wort für Wort für Wort. Die haben schon, ich glaube, 8.500 Unterschiede gefunden. Was passiert denn, wenn ihr jetzt in diesen Koranversionen wirklich in jeder Seite eine andere Version, ein anderes Wort oder anderen Satz oder was immer findet, die dann teilweise auch noch gegensätzlich sind? Weil in der Bibel wissen wir, da wissen, Auferstehung wissen wir nicht, sind die am Tag gekommen und in der Nacht war es schon hell oder noch dunkel? Da gibt es eben Unterschiede. Aber ich glaube, das sind die meisten Christen so weit, dass sie sagen, okay, das ist halt so. Aber bei den Muslimen ist das nicht so. Da gibt es sehr wenige, die das wirklich freimütig zugeben und sagen, jawohl, es gibt dort Unterschiede. Es sind sehr wenige. Es gibt sie. Jawohl, ich kenne die. Ich kenne sehr viele Muslime, die sagen, es kommt mir nicht auf den Wortlaut an, sondern auf den Sinn und auf das, was im Hintergrund steht. Aber diese Leute hier lassen eben nichts zu. Die lassen überhaupt keine Interpretation zu, die nicht von einem Islamgelehrten, einem sogenannten, der denen ins Kram passen muss, zulassen. Und wenn dieser Islamgelehrte, wie das jetzt erst mit dem Dr. Yasekali passiert, der hat jetzt Zweifel geäußert über die Überlieferung, über eben die Konsistenz dieser Überlieferungen und plötzlich wird er angegriffen und das heißt, er ist ja gar kein Muslim, der war ja, früher haben wir den verehrt und als tollen Gelehrten gefeiert, aber heute doch nicht mehr. Also, das ist schon erstaunlich. Jetzt machen wir einen Selbsttest. Jeder, der zuseht, insbesondere natürlich von den Muslimen, soll einen Mushaf rausholen. Also, was wir jetzt machen sollten, ist, ich werde jetzt das nicht machen, weil das ist einfach zu einfach. Jetzt sollte man sich einfach mal das Buch vom Dr. Daniel Brubaker rausholen, der genau das gemacht hat, der genau diese Fehler
die in diesem Manuskript sind, einfach mal gehighlightet hat. Ich habe das in einem Video mal gemacht und da habe ich das gezeigt, wo diese Unterschiede sind. Aber das kann jeder selber machen. Das heißt, wir sind im 21. Jahrhundert und sind durchaus in der Lage, solche Sachen zu machen und können sofort darstellen, wo die Fehler sind, was da fehlerhaft sind, was da anders ist. Er soll eine Mushaf rausholen einfach. Und wir werden versuchen, aus diesem Manuskript jetzt zu lesen, inshallah. Obwohl das etwas ist, was für die Experten ist. Weil wir müssen verstehen, dass Rothman zu jener Zeit keine Punktierung und auch keine Vokalzeichen hatte, kann ich euch garantieren, dass selbst ihr das lesen werdet und es identisch sein wird mit dem, was wir hier... Nein, das könnt ihr nicht. Es gibt da ein interessantes Experiment. Das hat, ach, wie heißt der denn jetzt wieder, der von Skeptiker. Der hat das mal gemacht. Der hat eine Platte, ein Musikstück, so zwei Sätze vorgeführt. Und hat dann gesagt, diese Sätze, wenn man sie rückwärts sich anhört, sprechen von Satan. Und hat gesagt, wenn man sich die vorwärts anhört, dann sagen die A, B, C, D, E und so weiter, alles normal. Aber rückwärts, ich spiele das mal vor, hat das rückwärts vorgespielt und hat gesagt, habt ihr es verstanden? Und die Leute haben gesagt, nein, wir haben es nicht gehört. Sagt er, pass auf, ich zeig's euch. Und hat dann tatsächlich Wort für Wort den Leuten vorgeführt, was man dort rein interpretieren kann. Das kann man hinterher nicht mehr ungehört machen. Der hat das hinterher dann genauso gemacht, hat gesagt, jetzt lasse ich meine Erklärung weg. Ich spiele jetzt das, was ich am Anfang euch vorgespielt habe, wo ihr nichts gehört habt, euch jetzt nochmal vor und guckt mal an, was passiert. Und siehe da, alle, die vorher überhaupt nichts gehört hatten, konnten plötzlich ganz klar raushören, dass das, was erklärt wurde, genau so da ist. Das heißt also, das Gehirn wird irgendwie vorbelastet mit diesen Informationen, die man hinterher nicht wieder ungehört machen kann. Und jedes Mal, wenn ich jetzt diese Zeilen oder diese paar Strophen höre, höre ich genau das, nämlich das vom Satan und so weiter, was überhaupt nicht da ist. Aber wenn es einem einmal suggeriert wurde, dann merkt man sich das. Und genauso ist es jetzt hier auch. Er sagt nicht, bitte lest mal bitte diesen Satz und sagt mir, was da drin steht. Weil das könnte kein oder kaum ein Muslim. Nein, er nimmt das Buch und zeichnet nach, was schon im Koran steht. Und dann sagt er, siehste, und genau so ist es. Aber er lässt eben diese Sachen, wo die Fehler sind, lässt er. Da ist ja der Adnan Rashid so toll reingerasselt. Der hat das ja auch gemacht. Der hat auch gesagt, hier, das Birmingham, können wir Satz für Satz sehen. Das stimmt mit dem Koran überein, liest einen Satz vor, sagt, ah, ja, hier, das ist unsichtbar, das sieht man nicht, weil er über einen der Fehler gestolpert ist und nicht erklären konnte, wo denn dieses Wort geblieben ist. Sagt er, das ist unsichtbar. Ja, man sollte es eben nicht machen, wenn man es nicht weiß. Erstmal, was sehr interessant ist, bei diesem Manuskript, was 1400 Jahre alt ist, ist sogar die Seitenansicht dieselbe, subhanallah. Surah al-Taha mit derselben Verstrennung, die wir hier haben. Wenn ihr das sehen könnt, ich hoffe, das kann ich hier richtig in die Kamera zeigen. Ja? Und wir schauen uns jetzt das mal an. Holt euch einen Mushaf raus, Kapitel 20 des Koran, Surah al-Taha, inshallah. Ich versuche hier mal, hier meinen Zeiger zu nehmen und ich denke, das geht inshallah. Gut, jeder, der arabischen Sprache mächtig ist bzw. lesen kann, sollte jetzt inshallah mitmachen. Und nochmal angemerkt, wir haben keine Punktierungen und wir haben keine Vokalzeichen, auf das kommen wir später zu sprechen. So, was haben wir hier? Ich beginne hier mal. Ja, so. Wir haben hier Bis. Ja, Bissen. Allah, Bismillah. Selbe, was ihr in eurem Koran gerade liest. Ar-Rahman, wir haben hier ein Ra. Ja, Ar-Rahman. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Er suggeriert jetzt, dass das alles genauso ist wie im Koran, auch wenn es nicht der Fall ist. Das heißt also, es würde hier keiner merken, wenn der Alif da einfach nicht da wäre im heutigen Koran. Es würde keiner merken, weil er so tut, als ob da alles genauso ist. Und es ist, ich meine, hier in diesem Fall ist es jetzt so, aber es ist sehr schwer. Man muss sich das kalligrafisch, glaube ich, eher merken und eher die Formel nachvollziehen, als das als Wörter zu sehen. Weil es ist ja, weil es eben keine Markierungen hat, fast unmöglich, diesen Text zu lesen für einen modernen Moslem. Und hier sieht man auch sehr schön, man sieht jetzt diese Wellenlinien, die eine Trennung
zwischen den Kapiteln darstellt. Und dann das Bismillah ist eben das, was am Anfang jeder Koran, jedes Kapitel steht, bis auf eben Kapitel 9. Und dann ist was Interessantes. Hier sind nämlich schon die ersten Markierungen da. Die Satzmarkierungen, diese Punkte, diese vier Stück. Das gibt es in den älteren Schriften nicht. Das heißt also, ich habe ja ältere Texte noch gesehen, die haben noch den Hijazi-Schriftsatz. Da gibt es das nicht. Da gibt es diese ganzen, hier sind ja schon rudimentär diese Punkte vorhanden. Das heißt also, das ist alles schon ein späterer Schriftsatz. In den frühen gibt es das nicht. Da ist das wirklich nur die reine, ja, ich nenne das Kalligraphie, das ist nur das Gemalte, aber ohne irgendetwas zwischendrin. Ohne irgendwelche Zeichen oder Satzzeichen oder Punkt oder Komma oder sonst irgendetwas. Und da kann man es dann teilweise überhaupt nicht machen. Da muss man vorher wissen, was man liest, bevor man es überhaupt lesen kann. Das muss also vorher suggeriert werden, bevor man es kapiert. Ar-Rahim. Subhanallah. Das ist womöglich etwas, was wir zum ersten Mal auf YouTube machen. Was haben wir hier? Ba-ha. Ja? Ma-an. Zelna. Hier haben wir ein Ein. Nächste Zeile. Aleika. Al-Quran. Aleika al-Qur'ana. Seht ihr das? Gut. Li-Tashqa. Li-Tashqa. Ja? Wenn ihr das lesen könnt. Li-Tashqa. Illa. Wir haben hier ein Lam. Okay, ich mach das mal schnell. Das ist ein bisschen schwierig mit Tadkira. La Tadkira. Hier haben wir ein Ta, Ta'amabuta. Tadkira Talli Mei. Ja? Tadkira Talli Mei. Das ist ein M. Ja. Und hier haben wir Yahsha. Nächste Zeile. Das ist ein Ungewesen. Das hier? Ja, genau. Nee, ja, genau. Liman Yahsha. Ja, genau. Liman Yahsha. So, was haben wir hier? Nächste Zeile. Liman Yahsha. Tanzila. Ah, meine Maus habe ich jetzt verloren. Schau mal. Ah, hier haben wir. So, Tanzila. Hier haben wir den Lam. Mimma. Mimman, ein Nun. Khalaqa, Khalaqal, Arda, Arda, wa, das geht einfach, wassama, wata, wassamawati, til, ula, wassamawati, ula. Ar-Rahman, wie ihr sehen könnt, Ar-Rahman, ala, alal, arsch, drei Punkte, arsch, istawa, subhanallah. Das heißt, wir müssen nicht mal Experten sein, wo wir einen Text haben, der 1400 Jahre alt ist und ihr könnt den Selbsttest machen und euch den Koran durchlesen und mit diesem Text vergleichen, subhanallah. Gut. Diesen Part möchte ich insbesondere dem Bruder Enes überlassen, deswegen werde ich es nur kurz anreißen. Die verschiedenen Lesarten, jetzt kommen natürlich ein paar Superschlaue, die meinen, dass wir Dutzende Korane haben. Wir müssen verstehen, dass die Araber bzw. die arabische Sprache eine sehr reiche Sprache ist. Die deutsche Sprache hat in etwa bis zu 500.000 Wörter. Und hingegen, die arabische Sprache hat 12 Millionen Wörter. Ach, das höre ich immer wieder. Das ist so ein Quatsch. Nein, ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben gerade mal ein paar tausend Wörter. Wovon er redet, ist, dass die verschiedenen Endungen, die verschiedenen Möglichkeiten, die grammatikalischen Änderungen, sagt er, das sind einzelne Wörter. Das ist Quatsch. Die arabische Sprache ist eine sehr arme Sprache. Das heißt also, wir haben diese drei Konsonanten, die meisten Wortstämme darstellen. Und das ist dann eigentlich das Grundwort. Und da wird dann einfach nur irgendwas geändert. Deswegen macht das ja auch so schwer. Und deswegen ist das ja auch so mehrdeutig. Deswegen gibt es ja Wörter im Arabischen, die ja können bis zu 50 verschiedene, Bedeutungen haben. Und deswegen ist die arabische Sprache völlig ungeeignet, irgendwelche exakten, präzisen Aussagen zu machen. Weil alles erklärt werden muss und alles nochmal dargestellt werden muss, damit da überhaupt ein Kontext ist, damit man überhaupt weiß, worum geht es hier überhaupt. Das heißt also, da einen Satz zu machen, der einfach aussagekräftig ist, ohne Erklärung, das gibt es praktisch nicht. Das sieht man ja auch sehr oft, wenn man zum Beispiel einen englischen Satz sieht oder einen Paragraphen, der dann ins Deutsche übersetzt wird, dass das Deutsche wesentlich länger ist, weil Englisch sehr viel präziser ist. Und vor allen Dingen, wenn man dritte, vierte Ebene Englisch spricht, dass da sehr, ich meine, ich kann das nicht. Bei mir hört bei der dreieinhalbsten Ebene oder was hört das auf, weil es eben so dermaßen präzise wird, das staune ich manchmal, wie viele Wörter es im Englischen gibt, die etwas genau darstellen. Und das ist im Arabischen genau das Gegenteil.
Das heißt, es gibt hier sehr vage und mehrdeutige Ausdrücke und deswegen braucht man überall einen Kontext zu. Selbst ein Gott ist nicht in der Lage, einen Satz zu kreieren, der ohne Kontext auskommt. Das ist ja unheimlich schwer. Und da muss man natürlich darauf achten, okay, wie sieht es mit Dialekten aus? Und daher hat der Prophet Mohammed und die Muslime haben diese Erleichterung bekommen, den Koran in verschiedenen Dialekten zu rezitieren. Warum? Warum sollte es verschiedene Dialekte geben? Warum gibt es nicht nur eine Version? Und warum kann man da nicht sagen, okay, es gibt verschiedene Versionen, die eben einen anderen Inhalt haben? Nur, das Problem ist hier wieder, wenn ich einen verschiedenartigen Dialekt habe, da ist es egal, ob ich sage, ich bin da oder ich bin da oder irgendwie sowas. Das heißt also, es hat immer dieselbe Aussagekraft. Es gibt aber Koranversionen, die unterschiedlich sind mit gegenteiligen Aussagen. Und das ist das Problem. Das eigentliche Problem ist nicht, dass es da verschiedene Dialekte gibt. Ich meine, das ist idiotisch. Es ist völlig idiotisch zu behaupten, dass ein Buch in einem Dialekt geschrieben wird, in 7 verschiedenen Dialekten, aber in allen ist es dasselbe Buch. Das gibt es nicht. Ich meine, es gibt Bücher, die werden geschrieben in einer Mundart, im Hessischen, wo man dann babbelt oder irgendwie sowas. Natürlich gibt es das. Ich kenne auch Bücher, die enthalten sehr viel Berlinerisch. Aber da kann ich doch nicht einfach behaupten, dass dieses Buch jetzt genauso im Bayerischen existiert, mit einem bayerischen Dialekt. Und das ist alles genau dasselbe. Das kann ich so nicht einfach hinnehmen. Das kann ich nicht machen. Das sind verschiedene Bücher, wenn sie in verschiedenen Dialekten geschrieben wurden. Aber sie sollten wenigstens den gleichen oder denselben Inhalt haben, dieselbe Botschaft. Und das ist eben beim Koran nicht der Fall. Als Vereinfachung für die Menschen. Es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet Mohammed sagt, warum ist das Vereinfachung? Es ist ganz klar im Koran beschrieben. Es ist ein klares, reines Arabisch. So, das an sich ist ja schon falsch, weil das Wort Koran an sich gibt es schon im Arabischen nicht. Das ist entliehen. Da gibt es also wahnsinnig viele, da gibt es ganze Listen von Wörtern, da sind hunderte von Wörtern aus dem Syro-Aramäischen, aus dem Syriak, aus den verschiedenen anderen Sprachen entlehnt worden, die es damals gab. Wo er Allah bittet und bei Jibril a.s. anfragt, dass er unter Menschen ist, die Analphabeten sind, die alt sind, die Kinder sind und der Sprache nicht so mächtig sind. Und daraufhin hat Allah schlussendlich ihm gewährt, was hat er ihm gewährt? 7 verschiedene Ahruf. Warum 7? Warum 7? Und warum nennt er das Ahruf und warum nicht Kirat? Ich würde gerne mal einen finden, der mir in der Lage ist, schriftlich zu bezeigen, was der Unterschied ist zwischen Kirat und Ahruf. Bitte zeig mir im Koran mal bitte den Unterschied. Ja, das muss doch dann möglich sein, wenn das so klar ist. Das Komische ist aber, dass jemand wie Dr. Yasser Kadhi gesagt hat, dass dieses Thema mit Qiraat und Aruf eines der komplexesten und kompliziertesten Themen ist im Islam überhaupt. Und dass deswegen das nicht so einfach gelehrt wird und nicht einfach so für Laien zu verstehen ist. Und deswegen sagt er, weil es eben so schwer ist, sollten sich da Laien nicht dran versuchen, weil sie werden daran scheitern. Sagt, es ist nur nach sehr, er nennt es einen Deep Dive, das heißt also nach einer tiefen, was ich versuche, erst möglich ist, das alles zu verstehen. Und hier machen das Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Lernen 7 verschiedene Harf-Dialekte beizubringen. Der Prophet Mohammed sagte, wahrlich, dieser Koran wurde in 7 Harf herabgesandt, so lest, was euch davon gefällt. Das heißt, das ist etwas, was vom Prophet Mohammed abgesegnet wurde. Es ist nicht etwas, was ihr, liebe Christen, entdeckt habt. Ihr tut so, als würde der Koran irgendwie verschieden sein. Hier, das ist ein Buch, wo alle 10 Qiraat drinnen sind. Verfasst von Fadl Suleiman. Das ist nicht etwas, wo uns... Jetzt plötzlich sind es Qiraat. Eben hat er was von Aruf gesagt. Schon wieder, ja, was denn nun? Unsere Schuyuch und unsere Gelehrten uns das geheim halten. Uns seine geheim. Ja, die Gelehrten sagen aber selber, sie lassen Muslime im Dunkeln, eben weil es so kompliziert ist. Das wird nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, eben weil es so leicht ist, den Leuten, das ist genauso wie mit den Wissenschaften. Das, was ich weiß noch, wie Zorzis das damals gemacht hat. Da habe ich ihm das um die Ohren gehauen, habe ich gesagt, hör mal, hör auf damit. Es ist zu einfach, das zu widerlegen, weil du ziehst jetzt den Koran in ein Umfeld und unter ein wissenschaftliches Mikroskop und da versagst du.
Und deswegen hat er dann irgendwann gesagt, okay, nee, hört bitte damit auf, Wissenschaft im Koran gibt's nicht. So, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber wir verstehen das alles. Das ist genauso, was Hijab gemacht hat, was der Farid gemacht hat, was der Dabermann gemacht hat. Die machen sich nur lächerlich. Die schaden dem Islam mehr als alles andere, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und dann kommt dann Yasser Gadi und sagt, Kinders, lasst die Finger davon, ihr kapiert es nicht. Das wird nur hinter verschlossenen Türen, nur unter Islamgelehrten selber diskutiert, weil es eben so komplex ist, weil wir keine Antworten haben. Weil jeder, der ein bisschen dann die, ein bisschen bohrt, so wie ich, dann fragen kann, ja, was ist denn damit? Und wir haben keine Antworten. Also lasst die Finger davon. Und diese, ja gut, ich will jetzt nicht persönlich werden, aber die Leute hier lassen die Finger nicht davon und fangen an, damit zu hantieren, machen sich dabei lächerlich und dabei geben sie sich eine Blöße, sodass jeder Laie wie ich hingehen kann und sagen kann, und keiner weiß davon und ihr habt irgendwas entdeckt. Also wir müssen hier schon ein bisschen auch die Ignoranz und den Analphabetismus unserer Kritiker aufzeigen. Und hier sind die Überlieferer. Was ist, warum benutzt er immer das Wort Analphabetismus? Guck mal, das ist auch wieder so eine Sache. Die meisten, na gut, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sind wir so bei 47-46% der Muslime sind Analphabeten. Das heißt, die können nicht lesen und nicht schreiben. Das war vor ein paar Jahren noch was die Mehrheit der Muslime. Mittlerweile sind da einige Programme angelaufen, sodass mehr Leute lesen und schreiben können. Aber es ist immer noch eine horrend hohe Zahl. Und dann kommt er mit diesem Wort. Also es ist komisch schon, ehrlich. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und warum zeige ich das, diese Überlieferungskette? Weil ich es kann. Weil ein Muslim kann diese Überlieferungskette vorweisen. Ja? Das heißt, wir haben hier eine solide Überlieferung vom Prophet Muhammad abgesegnet. Und was sagt er noch? Ein sehr wichtiger Vers heute, Bruder Enes. Dann sagte er, also Jibril, Gabriel, alle diese Lesarten sind heilend und ausreichend. Jede einzige, wenn nur eine einzige Lesart wir hätten, obwohl wir 10 haben, würde genügen. Denn jedes von ihnen ist der Koran. Ja, warte ja nun. Wir hatten vor ein paar Wochen mal den Hijab da und der hat gesagt, ja, das sind ja Sterne. Hä? Moment mal, im Koran steht Stern. Ja, das ist ein anderer Kiraat. Da steht Sterne. Das heißt also, wir haben Versionen des Korans, wo wir uns aussuchen können, ob da jetzt Stern oder Sterne stehen. Und das ist ja ein unheimlicher Unterschied, wenn wir uns die Kosmologie des Korans angucken. Und Hijab ist dann hingegangen und hat gesagt, ja, das ist durchaus gültig, dass man eine von diesen Versionen nimmt. Aber welche jetzt die richtige ist? Und wenn man da einen Fehler macht, wir wissen genau, dass der Gott des Islam absolut erbarmungslos Leute in den Keller sperrt. Und das macht er dann sofort. Woher weiß ich jetzt, dass ich, wenn ich den Fehler mache und sage Sterne anstatt Stern, dass ich dafür dann nicht bestraft werde? Das weiß ich ja nicht. Also damit rumzuspielen, würde ich nicht machen. Und das sind schlussendlich, und jetzt kommt. Ja, okay. Ich auch schon zum Ende, Alhamdulillah. Und das sind die Personen, die Qurra, nach denen diese Lesarten benannt wurden. Alles, was in der islamischen Tradition fest verankert ist und keine Neuentdeckung ist, ja. Diese Namen wurden deswegen gewählt, weil sie diejenigen waren, die quasi dafür verantwortlich waren, diese Lesarten quasi weiter zu überliefern. Nafi', Ibn Kathir, Asim, Hamza und so weiter. Ja? Das kann man so verstehen für diejenigen, die das ganz einfach verstehen möchten. Das kann man so verstehen in etwa wie die 4 Rechtsschulen, die wir haben. Es ist nein, 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 nein. Die Rechtsschulen ist was ganz völlig was anderes. Oh mein Gott, hat denn wirklich keine Ahnung. Was hier interessant ist, wir haben hier den Asim und das ist ja der Koran, den wir heute haben. Das heißt also, irgendjemand hat irgendwann beschlossen, wir nehmen jetzt einfach irgendeine von denen und sagen, das ist jetzt der Koran. Obwohl es andere Möglichkeiten gibt mit anderen Inhalten. Was anderes ist es nicht. Keine Pflicht, einer bestimmten Rechtsschule zu folgen. Genauso ist es nicht Pflicht, dass man sagt, Abu Ja'far ist der Einzige und seine Lesart ist die Einzige. Und dementsprechend wurden diese Lesarten nach diesen Personen benannt. Und was sind die Hauptkategorien? Die Hauptkategorien, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, sind zwei Art. Das erste ist dialektale Veränderungen, wo quasi lediglich die Lesart bzw. der Dialekt vorhanden ist. Und das sind die meisten Fälle in diesen Lesarten. Und das zweite ist, wo das Wort und die Bedeutung sich unterscheiden, wobei sie sich in keiner Weise widersprechen, ganz im Gegenteil, sie ergänzen sich. Okay? Excuse me? Was heißt, man muss jetzt beide lesen, um zu verstehen, was da gemeint ist, oder wie ergänzen die sich? Mann, oh Mann, oh Mann, ihr macht euch lächerlich, wirklich.
Und ich habe ja schon im ersten Teil gezeigt, dass diese Dinger nicht nur einfach Dialekte sind, sondern absolute Widersprüche sind, die genau gegenteilig sind. Das sind die zwei Hauptkategorien. Und ich möchte euch das anhand eines natürlich sehr bekannten Kapitels, Sura al-Fatiha, präsentieren. Jeder Muslim kennt dieses Kapitel, diese Sura. Es ist eine Notwendigkeit für das Gebet. Und hier haben wir eine quasi Lesart bzw. dialektale Veränderung. Ja? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Und wenn ihr seht, haben wir unten Ihdina as-sirat al-mustaqim. Das ist ein Dialekt, der gesprochen wird, der sich keineswegs auf die Bedeutung oder irgendeine Auswirkung auf den Text hat. Es gibt nicht mal ein Wort, wie man es anders übersetzen könnte. Es gibt nicht mal ein Wort. Ne? Das heißt, wir haben hier einen dialektalen Unterschied. Aber es gibt natürlich auch Verse, wo das Wort bzw. die Bedeutung... Nein, das ist nicht Dialekt. Es ist ja ein Synonym. Es ist ein anderes Wort. Das heißt also, wenn ich herausgefordert werde, bring doch mal einen Koran wie diesen, kann ich einen von diesen nehmen und sagen, ich habe das jetzt gerade getan, weil es ist ein Koran wie dieser, nur er benutzt andere Wörter. Das ist ja genau das. Aber die merken das noch nicht mal. Die Bedeutung sich ändert in diesen spezifischen Lesarten. Aber keiner dieser Veränderungen in der Bedeutung widerspricht einer anderen. Ganz im Gegenteil, sie bereichert den Koran. Wir haben beispielsweise im selben Kapitel Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Also man hört nicht mal die Veränderung raus. Ja? Im oberen sehen wir, dass sich die Bedeutung zu was ändert, zu Malik, also das Ä, also das Elif wird langgezogen, Maliki Yawmiddin und Maliki Yawmiddin. Das obere bedeutet was? Das obere bedeutet Herrscher. Malik bedeutet Herrscher bzw. Besitzer. Malik bedeutet König. Und in den 99 Namen von Allah sind beide vorhanden. Allah ist Malik und Malikul Mulk. Beide sind vorhanden. Und das ist sehr interessant, weil nicht jeder Besitzer ist ein König, aber jeder König ist ein Besitzer. Und was Allah hier klarstellt, und das ist die Bereicherung, ist eigentlich ein Wunder. Er vereinigt diese beiden. Er sagt, dass er der Herrscher ist am jüngsten Tag, ja, und zur selben Zeit der König des jüngsten Tages und alle, die sich versammeln werden. Ich glaube, er merkt das noch nicht mal, weil man muss sich mal überlegen, was ist denn ein König? Was ist ein König ohne Untertanen? Das ist einfach nur ein sehr einsamer Mensch. Weil es Die Untertanen machen das aus, ob jemand ein König ist oder nicht. Und indem er das jetzt auf diese Ebene, auf diese menschliche Ebene runterbricht, macht er den ganzen Islam kaputt. Und die sind einfach nicht in der Lage zu argumentieren, dass das jemand wie ich das einfach nicht nachdenkt und denkt, oh ja, das macht alles Sinn. Absoluter Quatsch. Am jüngsten Tag, um zur Rechenschaft gezogen zu werden, geehrte Geschwister, ich beende mit einem letzten Zitat. Und ich möchte, dass das richtig tief in die Haut geht von den Islamhassern und diejenigen, die keine Ahnung von irgendetwas haben und richtig religiöse Analphabeten sind. Ich muss immer darüber lachen. Dieser Begriff, dass er noch nicht mal selber noch nicht mal merkt, auch wenn er den mehrfach benutzt, dass der absolut idiotisch ist. Wir haben hier Marian van Putten. Das ist ein Universitätsprofessor in Holland, Leiden University Center for Linguistics. Und wenn jemand jetzt all die anderen Zitate, die wir gebracht haben, diskreditiert, weil sie alte sind, Montgomery Ward vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, recht viel hat sich aber an dem Koran-Manuskript nicht geändert. Diese Aussage bringt er in einem Paper im Jahr 2019. Und er hat sich intensiv mit den Lesarten des Koran beschäftigt. Zitat. Diese Arbeit hat gezeigt, dass idiosynkratische Schreibweisen, idiosynkratisch bedeutet so viel wie persönlich, also damit sind die Achruf gemeint, die Lesarten, bestimmte Wörter nicht auf die Launen des Schreibers zurückzuführen, sondern in allen frühen Manuskripten in der gleichen Schreibweise wiedergegeben werden. Eine solche konsistente Wiedergabe lässt sich nur dadurch erklären, dass man annimmt, dass alle Dokumente, die zum osmanischen Texttypus gehören, auf einen einzigen schriftlichen Archetypus zurückgehen, dessen Schreibweise von einer Abschrift zur nächsten streng kopiert wurde, was zeigt, dass diese Abschriften auf einem schriftlichen Exemplar basierten. Die in dieser Studie untersuchten Manuskripte sind so früh, dass eine Kodifizierung des osmanischen Texttypus durchaus mit einer Zuschreibung zu seiner traditionellen Quelle vereinbar ist. Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es Stimmen, die was anderes sagen? Ja, gibt es. Das heißt also, es ist eine persönliche Meinung, eine von vielen. Macht hier eine sehr gewagte Aussage, indem er sagt, dass er sein Buch bewahren wird. Und er hat es auch getan. Das ist genau das Problem. Nein, hat er nicht. Ihr sagt immer hier, wir sehen das und das. Und dann macht er einfach eine Aussage, die einfach irgendwo im Koran steht und sagt, siehst du, hier steht das doch. Ja, aber das ist einfach nur eine Behauptung. Und eine Behauptung ohne Beweise kann auch ohne Beweise einfach abgewiesen werden. Und genau das mache ich. Ihr müsst beweisen, dass es tatsächlich so ist. Und komischerweise kann ich beweisen, dass es nicht so ist, weil ich verschiedene Versionen habe. Also kann es doch nicht sein. Wieso müsst ihr dann unbedingt die Unwahrheit sagen und sagen, es ist beschützt worden, wenn es doch gar nicht ist?
Für all die zugesehen haben, und ich freue mich jetzt auf die Diskussionen, wir haben natürlich nicht alle 19 erwähnt, weil wir auch ein bisschen was für die Diskussion übrig lassen möchten. Für alle, die hier zusehen und diejenigen, die eventuell den göttlichen Ursprung des Koran verneinen und sie sagen, der Koran ist nicht göttlichen Ursprungs, wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist es unmöglich zu sagen, zumindest, dass dieser Koran hier derselbe ist, den der Prophet Muhammad rezitiert hat. Moment. Was hat er gerade gesagt? Es ist unmöglich zu sagen, dass dieser Koran derselbe ist, der Mohammed bekommen hat. Ja, das ist genau das, was ich sage. Es ist unmöglich zu sagen, dass das derselbe Koran ist, weil es er nicht ist. Es ist nicht derselbe Koran, also es ist unmöglich. Er verheddert sich hier komplett und merkt es selber nicht. Oh, Kinders, nein. Okay. Also wir lassen das jetzt hier. Das ist jetzt Ende der dieser Präsentation. Und falls da noch, das habe ich mir vorher nicht angehört. Also ich bin ja selber überrascht, wie oberflächlich das Ganze ist, wie seicht und widersprüchlich und das ist schon beschämend. Ich werde mir jetzt mal den Rest mal anhören, aber wenn das nur Christen sind, macht das keinen Sinn, sich da irgendwie diese Diskussion jetzt anzuhören. Wenn da jetzt jemand wie ich da reinkäme, der die dann wirklich herausfordern könnte, dann würde das vielleicht interessant sein. Aber wenn da jetzt nur Christen sagen, ja, aber unser Text sagt das und der Text, der Koran sagt das, die Bibel sagt das, der Koran sagt das, die Bibel sagt das, dann ist das in meinen Augen relativ unbefriedigend und nichtssagend. Deswegen, ich gucke mir das mal an. Okay, dann lassen wir das jetzt. Herzlichen Dank für die Zeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es war jetzt doch länger als gedacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, ciao, ciao for now.